Da draußen an den Empfängnisgeräten, könnt ihr mich schon hören? So, mach mal die Musik mal etwas in den Hintergrund. Musik haben wir ja heute Abend quasi noch mehr als genug. Denn heute Abend habe ich den einzigartigen Martin Kesici bei mir zu Gast. Und das ist natürlich ein Abend voller Gesang, voller Musizieren und Spaß. So, und dieser Spaß beginnt jeden Moment. Ich rufe den lieben Martin in einer Sekunde an. Einmal gucken, wer denn schon hier bei uns im Chat ist. Lieber Aaron, schön dich zu sehen. Schön, dass du dabei bist. Cosmic Smurf und natürlich die Chaos-Oma. Also, allein für diesen Namen, ja, hat sich der Stream heute Abend schon gelohnt. Schön, dass du nicht auf der Couch eingepennt bist. Wehe, du pennst während des Interviews auf der Couch ein. Ja? Dann schicke ich dir den Mikey vorbei, um dich zu wecken. Und das klingt wie eine Drohung. Und ja, es ist eine Drohung. So, dann haben wir Fairy Nice hier. Guten Abend, meine Liebe. Dann Couchkommando. Hey, schön, dass du da bist. Vivi, mein Schatz, sehr schön, dich zu lesen. Die gute Uhr, der gute Uhr, die gute Uhr, ja, die Uhr, ist auch dabei. Guten Abend, Dark Angelus 2902. Martin, du sollst dir nicht wieder die Daten von Omas geben lassen. Couchkommando, ja, ja, natürlich, natürlich. Ah, oh, da ist er schon hier, der liebe Martin. Ah, sehr gut, sehr gut. Der Mobot ist auch da, das ist beruhigend. Mutito, guten Abend. Rohal, meine Güte, bist du im Badezimmer eingeschlafen? Hoffentlich bist du jetzt sauber. So, ihr Lieben, ich gehe mal an meinen Discord und schaue, ob ich den wunderbaren, den einzigartigen Martin Kesici erreiche. Lieber Martin, da bist du, das ist ja ganz hervorragend. Ich schalte dich auch sofort live. Hallo! Schön, schön, dass du da bist. Ich, ja, oh ja, hier, wir haben eben in der Vorbesprechung schon festgestellt, hier sind irgendwie die Rollen vertauscht, ne? Was trinkst du? Apfelkuchentee? Apfelstrudeltee, ja, und ich dachte mir, ich mache, ja, Reisdorf, darf man, Werbung. Hashtag Werbung. Ja, ich hoffe. Wie ich hoste. Wie kann das denn sein? Nee. Nee, wir sind live. Wir sind live. Ach du, eigentlich nicht. Nee, also eigentlich. Nee, eigentlich. So. Warte mal, man sagt mir, es gibt keinen Ton von dir. Sag noch mal was. Warte, ich checke. Ich checke, wieso du kein Mikro hast, keinen Ton. Warte, ich höre dich doch super. Wieso ist denn die Desktop-Aufnahme, ist Main Audio? Eigentlich müsste man dich hören. So, wir versuchen es noch mal. Ja. So, mach nochmal. Sag nochmal was. Ja? Guck mal, die Audio. So, irgendwas ist gerade. Warte mal. Ja, sag nochmal was. 1, 2, 3. Check, check, check. Da bist du. Da bin ich. Ja, jetzt haben wir dich. Meine Güte, gibt's doch gar nicht. Ich habe hier ja immer noch nicht mein Stream Deck angeschlossen an meinem Rechner und habe jetzt gerade beim Umschalten der Szene tatsächlich
die identische Szene, nur ohne Soundeinstellungen angeklickt. Tja, Profis am Werk. Jetzt geht's. Komm, wir fangen also nochmal an. Lieber Martin, ich trinke hier rockergerecht, trinke ich natürlich ein Bier, um dich zu begrüßen. Und du trinkst Apfelstrudeltee. Ja, ich habe mich entschieden, so wie viele mal einen Dry January, also einen trockenen Januar zu machen. Das war doch sehr viel Alkohol letztes Jahr und einfach mal entschlacken, ne? Ja, toll. Du gehst hier, weißt du, du bist hier der Mr. Korrekt. Und ich dachte, ich hab einen echten Rocker hier und wir saufen uns in Grund und Boden. Du, ich kann auch kurz mal rüber in Späti gehen und noch Bier holen, ist kein Problem. Lass mal, ich will doch deinen trockenen Januar nicht kaputt machen. Ich habe eben schon gesagt, dass ich auch mehrere Freunde habe, die auch jedes Mal im Januar nichts trinken. Einfach weil die sagen, nein, der Januar ist mein Regenerationsmonat. Ja, es ist so ganz gut. Oh mein Gott, jetzt sehe ich erstmal, wie groß mein Bart geworden ist. Um Gottes Willen. Ja. Ganz kurz, bevor wir loslegen. Für diejenigen von euch, die noch kein Interview gesehen haben, es geht ja hier immer darum, den Gast, den wir da haben, so richtig von Grund auf kennenzulernen. Ja, deswegen heißt das auch nicht Interview. Wir sind hier nicht bei einem investigativen Fernseh-TV-Internetsender, sondern wir machen ein Interview. Und das habe ich übrigens abgeguckt beim wundervollen Prinz. Der hat nämlich keine Interviews gegeben, sondern immer nur Interviews. Ja. Das finde ich ganz gut. Das ist auch mal nicht so oberflächlich, weißt du? Das ja. ist schon ganz gut. So, und deswegen stelle ich auch keine oberflächlichen Fragen. Denn natürlich interessiert mich, welches Shampoo du nimmst. Also damit sollten wir gleich einsteigen. Aber nativ gepresstes Kokosöl. Sehr gut. Sehr gut. Nein, lieber Martin, die allererste Frage an dich, Traditionsfrage, ist, Martin, wer bist du eigentlich? Oi. Dann gehen wir mal 45 Jahre zurück nach West-Berlin. Ja. In dem beschaulichen West-Berlin in Bezirk Reinickendorf-Wittenau. Da wurde ich geboren, ja, im französischen Sektor, wie man so schön sagt. Gab ja drei Sektoren, für diejenigen, die West-Berlin vielleicht nicht so können, für die Jüngeren. Französischen, Mittel war die Englischen und unten waren die Amis in Dahlem und im Osten, wissen wir dann, die Russen. Ja, da bin ich groß geworden mit einem Bruder, normale Familie. Mein Vater war Dreher bei AEG, war auch der erste Gastarbeiter. Jetzt kommt's ja, bin ja halber Türke, bekanntlich. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Was ist denn da passiert, ey? Ja, ich bin ja totaler Nazi jetzt. Da wollte ich direkt die Freundschaft aufkündigen damals. Na, jedenfalls war einer der ersten Gastarbeiter, hatte meine deutsche Mutter geheiratet. Mit deutschen Namen würde ich übrigens Martin Müller heißen. Langweilig, oder? Ja, Martin Müller könnte, als Künstlername könnte man dich M&M nennen. Ja, zeig auch. Hast du noch nie gehört? Ja. Nee. Was ging denn weiter? Ja, Schule, ganz normal, Grundschule, 6 Jahre war damals, glaube ich, heutzutage ist es nicht mehr so, ne? 4 Jahre war es, glaube ich. 6 Jahre Grundschule, dann ab auf die Realschule. Oh. Da habe ich sogar, nee, da habe ich keinen Abschluss gemacht. Ich bin in der 9. runtergeflogen, weil jetzt kommt's. Ja. Der Martin wollte seit seinem 14. Lebensjahr Musiker werden. Mhm. Und dementsprechend hat er keine Lust gehabt mehr auf Schule und auf Abi und auf was weiß ich. Ja. Also ist er runtergeflogen auf die Hauptschule, hat dann Gitarre angefangen, hat sich die Haare wachsen lassen. Mit 15, 16 ging's los. Hat dann immer, da gab's ja noch kein YouTube, Facebook und sowas, Internet. Also da habe ich eine andere Geschichte vom Commodore C16 war mein erster Computer. Ah, oh, ey, cool, das ist gar nicht schlecht. Echt? 16 Kilobyte, da warst du der Macker in der Schule. Ja, ich bin mit dem C64 ins Rennen gestartet und ich bin zwei Jahre älter als du. Ja, siehst du mal. Da hast du mir ja was voraus. Ein bisschen. Ich habe sogar den VC20 noch davor gehabt. Ach, wie geil. Den gab es ja auch noch. Ja, ja, den habe ich irgendwann mal gebraucht bekommen, nachdem ich den C64 hatte. Ja, der Brotkasten, der schöne. Na, auf jeden Fall ging es dann weiter, dann kam der Computer, lag dann irgendwann in der Ecke. Martin formte seine erste Band, sah schon aus wie ein kleiner Rocker und wollte unbedingt Heavy-Metal-Gitarrist werden. Metallica war mein Fave. Da war dein Vater bestimmt auch total begeistert, oder? Total, der war auch gut, da war ich noch nicht tätowiert. Aber er hat gesagt, Junge, such dir eine Frau, mach Kinder, geh arbeiten, werd Rentner und stirb. So ungefähr. Und da habe ich gesagt, Papa, das ist nichts für mich, das ist mir zu langweilig. Ich hab's vielleicht auch, also um Gottes Willen habe ich nichts gegen, wenn so Menschen leben, ist ja auch schön, wenn sie glücklich sind.
Aber für mich war das nichts. Und ich habe es auch bei meinem Vater gesehen, der kam jeden Tag pünktlich um 4 nach Hause. Dann gab es eine Tasse Kaffee, dann gab es ein Mittagsschläfchen, dann gab es Fernseh, Abendshow und so, und dann ging es ins Bett. Das hat er immer so gemacht. Ne? Ja. War nicht mein Wunsch, meine Vorstellung vom Leben. Ich wusste, Mann, da ist doch was anderes in dir drin, Martin. Da ist irgendwas. Manche Menschen merken das. Ja, und dann da ging es los. Dann kam er mit Alkohol in Kontakt, mit Drogen. Mit 15 alles. Meine Nö, mit Fresse. 16 denn so. 16. Ach ja, Dann habe ich gesagt, okay, weil mein Vater sagt immer, und er hatte auch recht, mach eine Lehre wenigstens, Junge, damit du immer was so hast, als Ausgleich oder um dein Hobby zu finanzieren. Ich meine, Musik ist ja auch nicht billig. So eine Gitarre für 2000 Mark damals oder ein Verstärker war natürlich nicht so billig. Dann habe ich eine Lehre gemacht als Anlagenmechaniker der Fachrichtung industrielle und kommunale Versorgung. Das ist nichts anderes als ein Rohrleger im Tiefbau. Ja, War aber aber eine. klingt aber sexy. Oder? Ja, War das auf jeden Fall auch stimmt. eine schöne Lehre, Fachbereich Gasleitung. Habe ich dann auch direkt nach der Lehre weitergemacht. Dann habe ich den Baggerschein gemacht, Baumaschinenführer. Habe immer meine Band gehabt, viele Jobs, Juristbau, Werbetechniker war ich eine Zeit lang. Warte, 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 warte. Hier, du hast immer deine Band gehabt. Erzähl mal was zur Ich habe Band. immer Bands gehabt. Also die erste Band war so eine Rockkapelle, wie man so halt mit 16, 17 anfängt. Und dann hat man so, ja, so kleinere Auftritte gemacht in Jugendclubs, die gab es damals auch noch. Und haben wir sogar mal einen Rockwettbewerb gewonnen in Reinickendorf, weiß ich nicht. Da habe ich so eine vergoldete Schallplatte bekommen und das war nichts anderes als eine Schallplatte, die einfach golden angemalt war. Ja, Aber hallo, ich habe sie noch immerhin. irgendwo im Keller. Nee, also Musik hatte ich immer so nebenbei weiter entwickelt und auch jobmäßig war weiter und erste eigene Wohnung mit 20 im Märkischen Viertel, im berühmten Märkischen Viertel hier in Berlin. Ja. Die Leute werden es kennen von Silo hier, mein Ghetto und so. Wie ging es ja? Oh mein Gott, das war so viel. Ja, immer, also arbeitslos war ich eigentlich nie. Ich habe immer einen Job gehabt. Das ist schon, war auch Logistiker in einer großen Fabrik im Dreischichtdienst. Also ich kenne wirklich alles so an Jobs, ne? Ja, War auch mal im Büro. ey, das ist echt interessant. Du bist also so richtig den Malocher-Weg erstmal gegangen, ne? Bis Richtig. 30, ja. Bis 30 Boah, bin ich den krass. Malocha-Weg gegangen, genau. Ja. Ganz normal. Da war ich denn, da kommt so ein kurzer Schnitt, also so das Leben war nicht besonders aufregend. Party am Wochenende, Musik gemacht, Auftritte, einfach so hobbymäßig. Mit 20 kann man noch erwähnen, habe ich dann Gesangsunterricht angefangen. Ja. Warum? Weiß ich bis heute noch nicht genau, weil ich hab das Singen gehasst. Ich habe es echt gehasst. Singen war für mich so, wenn meine Verwandten Weihnachtslieder gesungen haben, haben sie mir erzählt, bin ich unter den Tisch und habe geheult. Oh, Warum? schön. Der kleine Martin. Der kleine Martin. Ja. Ja, und dann war ich schon so weit, ach komm, du musst hier raus aus Berlin, aus Deutschland vielleicht. Geh mal auf eine Bohrinsel oder geh mal Pipeline schweißen, irgendwas, einfach mal was anderes erleben. Ne? Das war schon immer mein Drang, reisen, viel reisen. Ja, und dann kam, an den Tag erinnere ich mich noch genau, ich war gerade zu Hause, meiner Einzimmerwohnung, hab so überlegt, wie geht's weiter. War auch gerade arbeitslos zufällig, immer kurz so, 2, 3 Monate. Dann kam die Werbung im Fernsehen, Star Search. Bewirb dich jetzt, egal welches Alter, bewirb dich. Ey, ist das 15 Jahre her? Mach mich nicht schwach. 2003. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist krass, oder? Boah, ist das lange her. Krass, ne? Läuft da irgendwo Wasser im Hintergrund, schreibt hier jemand. Also bei mir Ja, das nicht. ist bei mir so. Ich habe hier Ach so. noch, ey, guck mal, kannst du ihn sehen hier? Den hässlichen Buddha, den ich da in der Ecke sitzen habe. Ey, hallo, ich liebe den Buddhismus. Ja, ich liebe den auch, aber das ist ein hässlicher Buddha. Und Und der da, speit Wasser. ja klar, da ist ein Brunnen drin. Der plätschert schön so. Ach, das böse. Ja, jetzt höre ich es auch ein bisschen, wenn du kurz Warte, ich zusprichst, mach ja. mal ganz ruhig. Wenn jetzt gerade jemand zuschaltet, denkt, das ist ein Stillleben. Wir haben gerade, Ja, der das Stream hängt. führt dazu, dass die Leute immer zwischendurch aufs Klo müssen. Aber das ist mir egal. Ja, da müssen sie Ja, durch. jedenfalls, wo waren wir? Achso, Star Search, bewirb Jo. dich. Und ach, das waren ja damals in der Show 4 Kategorien, wer es nicht gesehen hat, immer Sänger, also Adult-Sänger, Models, Comedians und Kindersänger bis 14. Hui. Oder bis 16. Da war damals auch Bill von Tokyo Hotel noch mit bei, bevor sie bekannt wurden. Ach, hör auf Sehr jetzt. lustig. Ja. Da Ja, habe ich ihn krass. schon damals gefragt, sag mal, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Egal. Frage, die er bestimmt total gerne beantwortet hat. Ja, logisch. Ja. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, bewirb dich mal, schickst ein Foto hin.
auch nicht weiter drüber nachgedacht. Auf einmal kam Anruf, Martin, wir laden dich zum Casting ein. What? Damals habe ich als Auto, weiß ich noch, habe ich einen schwarzen Mini Cooper gefahren, den alten. Mit so blauen Aufklebern drauf, so Biohazard-Zeichen. So total verrückt. Dann bin ich dann mit dem Kumpel hin, mit gemischten Gefühlen, und habe schon gedacht, ach komm. Man muss jetzt noch mal, ich habe kurz was aussehen lassen, der Gesangsunterricht ging 2 Jahre, da habe ich Operngesang studiert, richtig privat. Wow. Ne, das ist eine gute Grundlage für einen Rocksänger und habe mir jetzt bis heute so alle Styles so selber noch mit zugezogen. Jedenfalls denn dahin und es war wirklich so, wie man sich das bei DSDS vorstellt. Jeder hat so eine Farbe bekommen, immer so Fünfergruppen, die ganze Hotellobby im Schweizer Hof in Berlin war voll. Jeder hat gesungen, jeder wollte der Beste schon sein vorher, jeder wollte im Mittelpunkt stehen und der langhaarige Martin, der Einzige, noch nicht so tätowiert, der stand in der Ecke mit seinem Kumpel und hat so gedacht, hey, komm mal, Affenkacke hier, also ich geh jetzt. Meinte, nee, geh doch mal wenigstens rein da in den Raum, ja. Und dann bin ich da rein. Ich hab vorher noch nie, bis zu meinem 30. Lebensjahr noch nie einen Popsong gesungen. Mhm. Ja, und hab mir strategischerweise ausgedacht. Damals gab's von Robbie Williams I just wanna feel real love. Weißt du? Ja, der war gerade in und ich dachte, komm, der ist gerade in, der ist aktuell, nimmst du den. Und dann habe ich den gesungen und dann haben die in so einem scheiß stickigen Hotelzimmer mit nur Teppich, du weißt, wie die Akustik in so einem Zimmer ist, nämlich null. Ja, ja. Da kommt gar nichts und die haben dann so geguckt, ja, okay, bitte, ja, raus und wir geben dir Bescheid. Und da war ich schon echt so weit zu gehen. War das denn etwas, was schon aufgezeichnet wurde? Oder war das ist auf der DVD, die habe ich, da sieht man mich sogar ganz kurz, ja, das okay. Wurde schon aufgezeichnet. Aha. Aber das wurde im Fernsehen nicht so rübergebracht, weil die Show hat halt anders funktioniert. Es waren nur 4 oder 5 Live-Shows und dann war vorbei. Ja. Da ist nichts hier mit Casting. Was ich ja ganz gut fand auch. Tja, dann war ich draußen, wollte eigentlich schon wieder raus. In dem Moment ruft die meinen Namen auf. Martin Kesici, eine Runde weiter. Wir sehen uns in der Show oder so. Ich, was? Icke? Sie, ja, du. So, wow. Aber komischerweise hat mich ein Schnurz interessiert. Ja. Ganz komisch. War so, naja, okay. Da habe ich auch schon wieder einen Hinterkopf. Und 2 Monate später kam der Anruf, Martin, du bist dabei in der Show. Ja. Viertelfinale, also nee, es war Achtel, Viertel, Halb und Finale, es waren 4 Sendungen. Wir laden dich ein nach Adlershof, war auch lustigerweise in Berlin, du kannst dann da mitsingen. Ja. Und da weiß ich noch genau, da war ich bei meinen Eltern, habe gerade Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen und mir ist echt der Kartoffelsalat aus mir Sicht gefallen, wenn der Berliner sagt. Es war echt, Mike, okay, und dann habe ich wirklich, dann ging's los in meinem Gehirn. Mhm. Soll ich das machen? Wie reagieren meine Heavy-Metal-Freunde, meine Rocker-Freunde? Mhm. Dann habe ich wirklich jeden gefragt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und die meisten haben gesagt, Mensch, nimm das mit, ist doch egal. Mehr als verlieren kannst du da auch nicht. Mhm. Ja, aber da gibt es ja auch ein Buch zu, das haben wir geschrieben mit dem Markus Grimm, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Mhm. Sex, Drugs and Casting Shows gibt es überall. Ja, Mike, da steht's auch nochmal so. Poste mal den Link hier rein. Den gibt's bei Amazon, warte mal, muss ich mal gucken. Das haben wir damals halt so geschrieben aus unserer Erfahrung aus. Er bei Popstars und ich halt aus der Sicht. Jetzt finde ich mein eigenes Buch nicht. Und ich aus der Sicht aus meiner Show. Und zwar, wie man vor der Show, während der Show und am wichtigsten nach der Show als Künstler behandelt wird. Ja. Also, das nach der Show wird man ja total gut behandelt, habe ich gehört. Das ist immer die Schuld der Künstler, wenn es dann nicht klappt. Weißt du, worauf ich eigentlich am meisten stolz bin? Ja, ist klar, so die Schuld der Künstler immer. Ja, sicher. Natürlich. Der Künstler ist immer schön. So, warte, ich poste mal. Link. Ja. Da haben wir es. Wo waren wir? Stimmt. Ach so, Martin, ganz kurz. Immer wenn ich da hingucke, ne, ist das kein Desinteresse an dir, sondern dann. Ist bei mir auch. Ich gucke nur rüber auf einen anderen Bildschirm, auch mal ab und zu. Nur, dass du das einordnen kannst, ne? Das ist dann. Aber ich als alter Kamerakind weiß ja, mit Kameras umzugehen, ne? So. Okay, Achtelfinale waren wir. So, Achtelfinale, genau. Ja, und dann ging's los mit dem Überlegen. Und dann war es so hingekommen, Probe, alles. Vor der ersten Show war mir eigentlich ohne alles Schnurz, bis eine Frau ankam und sagte, so Martin, wir müssen jetzt das vernünftige Outfit für die Bühne für dich finden.
Ich und Outfit, ja, kannst du dir vorstellen. Ich sowieso, ich habe meine Tarnhose, meine Jeans und meine Weste, so ungefähr, oder mein Hemd, oder? Ja. Nee, nee, meinst du, das muss alles, und Schminke auch, da kam ich das erste Mal mit Schminken in Verbindung. Total gestylt, nicht so wohlgefühlt, und als erstes Song habe ich She's Like the Wind gesungen. Habe ich auch damals gedacht, mein Gott, kannst du die Frauenherzen so ein bisschen, ne? Aber das ist ein Song, den ich auch nach wie vor sehr mit dir in Verbindung bringe. Ja. Ich liebe den Song auch. Es ist ein wunderschöner, zeitloser Song. Ja. Und ich wusste aber nicht, ich bin dann fertig gewesen, um es kurz abzukürzen, und am dem Tag an hat sich die ganze Welt um mich herum verändert. Komplett. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Man schwimmt da erstmal so mit in diesem Strom. Du wirst ja von allen Seiten bemuttert und du musst dich um gar nichts mehr kümmern. Ja. Das war der legendäre 2003er Sommer. Der war so verdammt heiß. Der war noch heißer als dieser Sommer jetzt war. Das weiß ich noch. Tja, und dann sind alle ausgeflippt. Frauen haben auf immer mich auf der Straße angequatscht. Stell dir einfach vor, du bist von jetzt auf morgen das bekannteste Gesicht Deutschlands innerhalb von einem Tag. Das ist echt heftig. So, also im Nachhinein, das musste ich dann erstmal verarbeiten. Und dann ging es weiter mit den nächsten Shows, Halbfinale, immer volle Punktzahl gehabt. Janet Biedermann ist ausgeflippt immer. Alexandra Kamp wollte ein Kind von mir. Ach, geil. Da kam dieser Satz, ja, Martin, ich will ein Kind von dir. Das kam da, ja. Ja. Die Janet Biedermann hat immer gesagt, oh Martin, das ging hier rein, bis unten durch. Ich so, was redet die denn hier im Live-Fernsehen? Ja. Das war echt, denn, Bis unten durch ist auch eine schöne Formulierung. War das war es, ja. der Markus Grimm da auch bei Nee, Starship? der war bei Popstars, der war bei Nu Pagadi. Ah ja, genau. Ach Wenn ihr noch was Gott, oh sagt, das Gott, oh war Gott. die so aussah wie Genghis Khan, so ein bisschen Ja, verarme. Nu Pagadi war ja, boah. Das Lied war nicht schlecht, aber es waren halt zwei Popsänger mit zwei Rocksängern. Das Ja, funktioniert nicht ja, auf Dauer. ja. Nee, aber ich fand auch da war die Show ja schon über den Zenit rüber. Und sie haben dann so, wie hießen denn die danach noch, die armen Schweine, die danach dran mussten? Preluders, Ja, Overground, Preluders, genau. mit denen war ich auch immer Preluders. unterwegs. Ja. Ey, bitte. Also allein in so einer Band zu landen, die so heißt. Oh Gott. Ja, das ist ja. Ein Aber Traum. ja, wie gesagt, dann ging es weiter bis zum Finale, und da habe ich dann gesagt, hier möchte ich Nothing Else Matters von Metallica. Kann Ja. man auch alles bei YouTube nachgucken, falls es einen interessiert. Ich gucke es mir nicht mehr an, weil ich da so jung und hübsch aussehe. Jedenfalls. Ja, und dann habe ich gewonnen. Ja, Und hast du dann kam das die erste gesungen? Single. Was? Nothing else Das matters? habe ich dann gesungen, ja. Ja, Das gibt es auch cool. noch bei YouTube. Und da sind die Leute ausgeflippt. Und an dem Moment im Finale kann ich mich genau erinnern, aber ich habe einen Blackout, und zwar ging die Punktezahl denn so hoch. Kai Pflaume war der damalige Moderator, stand Ja. in der Mitte. Und dann ging es hoch, und dann war klar, dass ich gewonnen habe. Und dann bin ich auf die Knie gefallen und habe so nach oben geschaut. Und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, was ich da gedacht habe. Aber ich glaube, es war so von wegen Scheiße. Was? Scheiße, ja, das ist jetzt, was ist, Ja. jetzt muss ich hier so ein Scheiß singen. Weißt du, Ja. also, was heißt Scheiß? Dann kam die erste Single Angel of Berlin. Ja. Die War fand Nummer ich 1. super. Die fand ich Ist total er gut. auch. Ich Tatsächlich. singe sie auch gerne noch akustisch. Die gibt es auch in Ja. der Hardrock-Version, aber das ist eine andere Geschichte. Wo kam die her? Wer hat den Song geschrieben? Die hat ein Hamburger geschrieben, Robin Grubert, aber ich habe den Song ein bisschen abändern dürfen. Jetzt kommen wir zum Thema Künstler, wie du sagst, hat er immer Schuld. Ja. Dann ging es ab ins Studio. Erste Album aufnehmen, es muss ja schnell, schnell gehen. Die Deutschen sind ja da immer so, die deutsche Plattenindustrie, das muss alles schnell vermarktet werden. Wir müssen das Maximalste an Profit innerhalb der kürzesten Zeit rausholen. Das war halt scheiße. Ich saß im Studio, das war Fließbandarbeit, habe jeden Tag einen Song eingesungen. Stuttgart. Gleich unter den Fanta 4. Das wurden dann gute Kumpels. Auf jeden Fall, einen Song habe ich komplett verweigert. Da ging es denn los. Da kam dann Universal aus Berlin rübergeflogen. Junge, du musst den Song singen. Mein Gig muss ein Scheiß. Ich bin 30 Jahre alt. Ja. Ja, aber laut Vertrag und hier, Mike, nö, ist mir ja, ihr könnt mich nicht zwingen, hat er gesagt. Ihr könnt mich ja nicht zwingen zu singen. Was macht er nun? Da haben wir einen Kompromiss gefunden, einen anderen Song. War aber nicht so glücklich mit der Auswahl, weil vom Heavy Metal zum Pop war schon ein ganz schöner Spagat. Wie war das denn mit deiner Band damals? Mit wem hast du da gespielt? Also Da also war. jetzt losgelöst von Star Search, deine Band. Meine Band war Enrichment immer damals. Die Metal-Band, die jetzt leider nicht mehr existiert, aber. Das war immer so meine Band. Für die habe ich erstmal keine Zeit mehr gehabt. Durfte auch laut Vertrag nicht mit denen spielen. Das war halt ein Künstler-Exklusivvertrag. Das bist du schon ein bisschen gefesselt. In der Rechte. Ja, dann kam eine Tour, wie so ist, so goldene Schallplatte, alles schön, habe ich auch hier hängen an der Wand.
Das ist natürlich, worauf man stolz sein kann. Aber andererseits kam dann eine Geschichte, wo ich für ein Echo nominiert war. Und da habe ich mir gewünscht, ich möchte den Echo nicht gewinnen. Da haben mich viele gefragt, warum? Ja. Warum? Weil ich den Song nicht geschrieben habe. Ich habe ihn zwar gesungen, aber das ist ja mehr für mich als Künstler, der auch selber gerne komponierte, eine Art so Karaoke singen, weißt du? Mhm. Ist zwar schön, aber zum Glück hat denn Sascha gewonnen mit seiner Rockabilly-Sache damals. Stimmt. Ja. Das war's. Und ja, dann ging's ja weiter, mal kurz. Dann kam das zweite Album. Ich war 4 Jahre, 5 Jahre nur unterwegs. Voll auf Achse. Hab viel Geld verdient, hab auch viel ausgegeben, viele Partys gemacht, wie man das so denkt, ne? Vom Rock'n'Roller mit Tourbus unterwegs und alles. Und große Bühnen, kleine Konzerte, große Konzerte. Das größte war Wacken. Ach, vor 20.000 Leuten. Ja. Ja, das war hart. Da wurde ich sogar ausgepfiffen am Anfang. Das war echt. Ja, das glaube ich. Also halt so. Das glaube ich dir. So Castingshow-Gewinner hier auf der Bühne, macht ihn auf Metal. Ja. Nee. Aber die konnte ich dann auch so nach und nach überzeugen. Man muss ja halt mit der Stimme dann überzeugen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Und dann kam, um mal wirklich diese Überschrift hier von deinem Interview gerecht zu werden, dann kam der Zusammenbruch, der Burnout. 2012 war das so rum. Da starb auch mein Vater. Ja. Hatte ich mal nichts zu tun, ein paar Wochen, gar nichts. Und dann bin ich total in mich zusammengefallen. Ich konnte mich nicht mehr freuen über eine gekaufte Harley. Hab nur noch zu Hause, hab keinen Bock auf Singen gehabt, keinen Bock auf Mucke. Und dann hat meine Ex-Freundin damals gesagt, oh Junge, da stimmt was nicht mit dir. Mhm. Und diese Depression, die da ist ja eigentlich nichts anderes als eine Depression-Burner. Ja, wann war das? Das war 2012, ging's los hin. Oh, da war da ging's auch so mit. Also da warst du ja aber doch 9 Jahre richtig. Da war ich 9 Jahre noch schon ganz schön aktiv, so bis 2011, sagen wir eher war es. 2011 ging's los. Aber da war schon. Sag mal, was mich interessiert, ne? Ganz kurz, Mike, der Chat reagiert bei mir im Augenblick nicht. Ich kann nicht in die Modwanne gucken. Irgendwas ist hier mit dem. Big Brave and the Backbeat, genau. Irgendwann ist mit meinem Rechner gerade nicht in Ordnung. Ich befürchte, der zieht gerade wieder heimlich ein Windows-Update oder irgendeinen Quatsch macht der. Auf jeden Fall kann ich nicht in die Moderatoren backen. Ja, du ziehst irgendwann, du hast doch ab und zu leichte kleine Aussätze am Discord, aber das geht. Ne? Was mich tatsächlich interessiert, und das stelle ich mir echt schwierig vor, ist, du hast ja deine türkischen Wurzeln, ne? Und dann auch den türkischen Teil deiner Familie. Jetzt Die Gastarbeiter, die ich so kennengelernt habe, und ich habe viele kennengelernt, weil ich bin Kind des Ruhrgebiets, ja, also da gab es an jeder Ecke gab es halt irgendwelche türkischen Familien oder Italiener oder Griechen, die waren schon, ich nenne es mal vorsichtig, wertekonservativ, ja. Wie war das denn für deinen Vater, da dich den Sohn plötzlich so als, ja, sag mal ruhig mal, ne? Du warst ja auch eine Zeit lang Sexsymbol, du bist ja angebetet worden, du hast eine wahnsinnig hübsche Freundin damals gehabt auch, ne? Ich glaube, die kam die nicht auch irgendwie aus diesem... Die Maureen hat, da muss ich mal wirklich diesem Klischee gerecht werden, die hat diesen Model-Wettbewerb gewonnen bei Star Search und die habe ich mir gleich abgegriffen. Na, guck, siehste. Mit der war ich auch 5 Jahre zusammen. Klischee erfüllt. Naja, aber immerhin wart ihr 5 Jahre zusammen. Also ja, war das nicht die übliche Love Island Liebe meines Lebens eine Woche später getrennt? Nee. Ja. Ist ja heutzutage leider so, ja, ich weiß. Aber mein Vater, der war natürlich am Anfang, ich habe noch einen Bruder, der ist 5 Jahre älter, der sieht genauso aus wie ich ein bisschen. Nur ein bisschen dunkler halt, war auch immer das schwarze Schaf. Mal war ich das schwarze Schaf, mal war es mein Bruder. Ah ja, okay. Als selbstständiger Kfz-Mechaniker ist auch nicht so einfach, ne? Mhm. Und ja, mein Vater war erst immer tätowiert, lange Haare, was soll bloß aus meinem Sohn werden. Er war natürlich nicht so erfreut. Aber weißt du, was das Schöne ist? In dem Moment, wo ich in der Show war und im Fernsehen war, der stolzeste Vater der Welt. Aha, Er hat einfach gemerkt, boah, also wenn ich so, da muss ich mir fast eine Träne verkneifen. Der war schon fast überstolz, wenn ich mit ihm im Restaurant war. Kennen Sie den? Das ist mein Sohn. Weißt du, also ich Vater, ich, doch gut. Also das war schon heftig. Aber so konnte er wenigstens, er ist dann gestorben, wie gesagt, 2011 mit 84, einfach nur, weil er alt war. Also, ja, das durfte. Ja, ist aber okay. Aber kein Krebs, kein nichts, sondern er durfte. Und er hat mir noch zum Schluss gesagt, du hast mir nochmal stolz gemacht, zum Glück. Alles gut. Das ist natürlich das Beste, was passiert. Super, ja.
Er war auch nicht so der typische Türke, er war auch kein Moslem mehr. Er hat eine gute Anekdote noch kurz. Er hat erst kein Schweinefleisch gegessen und ich kann mich genau erinnern, da war ich auch schon älter, da war ich so 13, 14. Da gab es Kassler bei uns. Aber die Kinder wollten Kassler haben. Schöne ja. Kassler-Steak. Oh, krieg gleich wieder Hunger. Ich werde halt gesagt, ach scheiß auf den ganzen Religionskack, bin jetzt alt genug. Ja. Ich koste jetzt mal. Und der meint da wirklich, mein Gott, was habe ich versäumt. Ja, was habe ich all die Jahre verpasst? Kassler. Was habe ich? Ja. Ich mache ja jetzt immer meine Kochstreams. Ne? Das habe ich ja für mich so ein bisschen entdeckt und das macht mir totalen Spaß. Und ist meine Wahrnehmung, ja, jetzt werden sie alle mit mir schimpfen, aber hier der halbe Chat ist vegetarisch unterwegs. Und da denke ich auch immer, die muss man notfalls einfach mal zwangsernähren. Ja, so, weißt du, wenn sie im Bett liegt, komme ich vorbei und schieb denen so eine Bratwurst in den Mund. Ja, natürlich von einem glücklichen Schwein, natürlich, ja, von einem glücklichen, biologisch fair erzogenen Schwein. Aber, ja, was Gras gegessen hat. Ja, genau. So, einmal im Leben auf die Weide durfte, aber da so, Mann. Als wenn er. So. Ja, also, jetzt wird wieder also gerade hier in Berlin. Ah, schön. Ja. Also jetzt gerade hier in Berlin, ich lebe ja hier in Mitte, direkt wirklich am Prenzlberg Mitte, das ist ja die Hochburg der Veganer. Wenn ich Lieferheld anmache, dann sehe ich nur noch vegane Restaurants, aber spinnen die denn total alle? Ich habe ja nichts gegen Veganer und Vegetarier, mach doch. Ich esse auch nicht mehr so viel Fleisch. Also so früher hat man ja Fleisch nur einmal die Woche gegessen zu Hause. Ja. Das kennen auch viele wahrscheinlich. Und Fisch am Freitag. Ja, natürlich. Natürlich. Das war okay. Aber mein Gott, dann sollen sie doch nicht alle bekehren wollen. Soll doch jeder machen, was er will. Ja. Ach, das ist schön. So, hier. Mikey, die Frage, die an dich gestellt wurde eben war, kann Martin mal live singen? Das machen wir auf jeden Fall noch, ne? Aber nicht jetzt einfach dass so. Dass der Sänger immer live singen soll, mein Gott. Furchtbar. Aber pass auf, wir gehen noch mal auf deine Star Search Zeit zurück. Was hast denn du gewonnen eigentlich? Was war denn der Preis? Das war laut Vertrag 150.000 Euro. Das ist aber eine Lizenzvorauszahlung, die versteuert werden muss. Ne, darf man nicht vergessen. Okay. Da kommen also 30% Steuern weg. Mhm. Dann kommt Management, was man ja auch per Vertrag schon hatte, 20% weg. Ja. Das heißt, ich habe nur noch die Hälfte auf dem Konto gehabt. Und da habe ich schon gedacht, Moment mal, ich bin der Künstler. Wollt ihr mich alle verarschen? Und dann nochmal 5% hintenrum an die, Sat.1 ProSieben. Also es war schon, aber egal. Ich habe damals sehr viel Geld mit Live-Auftritten gemacht. Das ist ja das meiste, wie gesagt, es gab kein YouTube, gab kein Facebook 2003, 2004. Kam ja erst alles so. Und da konnte man mit Live noch richtig viel Geld verdienen. Ich sage jetzt mal, ich bin da ganz offen, eine Summe, wenn man Nummer 1 ist in Deutschland, in den Charts und man macht einen Song, irgendwo performt den live, 10.000 bis 15.000 Euro. Wow, das ist gut, ne? Da kommt natürlich von der Booking-Agentur wieder mal 15% ab. Ja. Aber trotzdem, hallo, mehr als irgendein Typ im Jahr verdient, so vergleiche ich halt immer zu meinen alten Bauzeiten, ne? Ja, klar. Finde ich auch richtig, weil sonst verliert man auch so ein Stück weit die Bodenhaftung, ne? Das ist ja das Problem bei diesen Nachwuchskünstlern heutzutage, ne? Der hat jetzt für eine Firmenveranstaltung hat er mal so ein paar populäre Sänger und Sängerinnen in Deutschland angefragt. Und ich nenne jetzt mal keine Namen, aber er hat mir drei Leute genannt und die bekannteste davon wollte 290.000. Eine Deutsche? Jo. Für anderthalb Stunden allerdings. Also die hätten dann 290.000 Euro? Ja. Das ist ja... Ja, da gibt's also ich kann mir keinen weiblichen... Das könnte eine Helene Fischer sein vielleicht. Nee. Geil, ne? Also wer weiß, welche Agenturen dazwischen hängen und so, das ist mir alles klar. Ja. Also ich würde auch du hast ab und zu Mikroaussetzer. Ich glaube, du musst dein Mikro ein bisschen heran. Im Discord hast du ab und zu mal... Ja. Ich glaube, deine Schwelle ist... Meine Schwelle, das klingt jetzt seltsam, wenn du das sagst. Deine Schwelle ist... Ja, ich guck dir auch nicht so in die Augen dabei. Nee, du hast den Satz ja zum Glück nicht zu Ende gesprochen. Macht es ein bisschen leichter für mich. Warte mal. Ich mach mal das Symbol. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf das Symbol schalte, das Symbol, dann ist alles besser. Merkst du? Ist besser. Das ist das Symbol. Guck mal hier, so sieht das aus. Du kannst das bestimmt sagen, was das heißt. Das ist eine Niere. Du hast die Nierencharakteristik. Ja, genau, ich habe eine Nierencharakteristik. Richtig. Ja, die habe ich.
Ich fühle mich auch so. Ja, okay, also das heißt, du hast schon ordentlich Geld bekommen im Vergleich zu dem, was du vorher hattest. Aber du hast halt auch, bist halt auch so durch dein Leben gegangen und hast gesagt, so, jetzt lebe ich auch mal vernünftig. Ja, auch. Dann wisst ihr, die Freundin war eigentlich, ich will jetzt nicht die Schuld auf die Freundin schieben, aber die war halt, die war 18, ich war 30. Mhm. Ja. Eine bildhübsche Frau, aber sie, ach, können wir uns nicht ein dickes Auto kaufen? Wollen wir nicht in ein Haus ziehen? Da habe ich alles gemacht und das war natürlich ja, ganz schöne Ausgaben. Ich hätte es nicht, also ich glaube, ich Single gewesen, dann hätte ich ganz normal in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung weitergelebt und alles wäre schön, ja? Ja, alles gut, ne? Wir haben uns übrigens kennengelernt, das kann man mal als Anekdote hier einstreuen. Das müsste 2006 gewesen sein. Und zwar haben wir uns kennengelernt über den Teut Weidemann. Der liebe Teut. Teut! Der hatte dich damals gebucht. Ich weiß nicht mehr so hundertprozentig. Du weißt das wahrscheinlich besser, wenn ich es anteaser. Ja, das war noch bei CVD. Über Soldier oder so, die Musik zu machen. Ja, war ja, das richtig? Ja, was richtig. Hast du da gemacht? Ja, da hat die Frau, kannst du einen Song machen? Musik? Ach so, einen Song für... Ein Song, der war dann praktisch, war im Intro drinne, ne, und auf der CD, aber ich glaube, das hat ihm auch die Firma gekostet. Ja. Nichts gegen dich, Teut, ich weiß es nicht. Weil halt damals die Lage mit GEMA und Computerspiele, weißt du wahrscheinlich selber, nicht so eindeutig war. Bezahlt man die GEMA für produzierte Einheiten oder für verkaufte Einheiten? Und das war der Stress und er musste für produzierte Einheiten wohl bezahlen und das war ganz schön teuer. Das war teuer. Das waren so um die 50.000, glaube ich, oder so haben die da produziert, ich weiß es nicht. Das geht dann schon ins Geld. Aber es war so die erste Verbindung in die Game-Szene für mich. Ja, ne? Wie hat der Teut dich kennengelernt? Habt ihr euch zufällig irgendwo getroffen? Hat er dich angefragt über eine Agentur oder was? Ich weiß es ja nicht mehr. Ich glaube, die haben angefragt und dann kam ich mit Teut ins Gespräch, weil er der Chef war. Und dann hat er mir so nebenbei erzählt, weil ich bin ja auch so ein alter Cracker aus den C64-Zeiten und so Coder. Hab damals auch Basic gelernt ein bisschen Maschinensprache sogar, da wollte ich noch Programmierer werden. Ja, guck. Ja, deswegen, ja, wahrscheinlich würde ich jetzt, wenn ich nicht Sänger wäre, hier sitzen und mit dir wahrscheinlich die Gamescom planen. Kann ja sein. Auf jeden Fall haben wir dann erzählt und er hat mir erzählt, er war damals auch so im Jugendlichen leicht in dubiosen Kreisen, mehr will ich nicht sagen, so bei der Software, ne? Da habe ich gesagt, du bist das? Und er so, ja, und ich, oh Gott, du bist mein Vorbild gewesen. Ach, hör auf. Und so kam er dann halt ins Gespräch, ne? Ja, Teut ist vieles, ne? Der ist so seriöses Urgestein, der war aber auch auf, nennen wir es mal, dunklen Faden unterwegs damals und so. Ich glaube, bei Rainbow Arts, ne, hat er so die ersten richtigen Spiele gemacht. Richtig. Dann kam CDV Entertainment, genau. Nee, erst hatte er noch Wings, hör mal. So habe ich den kennengelernt. Wings Simulations und mit denen hat er Söldner gemacht. Das war seinerzeit 20 Jahre her. Ja, nee, ja, nicht ganz, aber das ist so 2003, 2004 gewesen. Und Söldner, beziehungsweise die Firma Wings, ging dann pleite, weil die sich total übernommen haben. Weißt du, die haben 2003 ein Multiplayer-Spiel gemacht mit einer komplett zerstörbaren Umwelt. Kannst du dir das vorstellen? Gibt's doch gar nicht. Der kriegt der Dice noch nicht mal hin heutzutage. Ja, und ich bin dann damals so, ich habe ja gerade da die Game Designer unterrichtet in Deutschland und so und habe dann die ganzen Firmen mal besucht und komme bei dem rein und denk, das habt ihr vor? Ja, ja. Ja, wie viele Leute seid ihr denn? 30? So. Aha. Wann wollt ihr ungefähr fertig sein? 2018? Nee, wir schaffen das. Toll, war ja immer total so, bam. Ja, der hat sich immer wie ein Herkules vor sein Team gestellt, also zumindest, ne, so habe ich ihn kennengelernt, und hatte halt immer gesagt, nee, die kriegen das hin. Das wird hinhauen. Aber hat dann halt nicht hingehauen. Ja, aber das war halt so mein Einstieg in die Games-Branche. Wann war das? 2010, 11, auch so in dem Dreh, ja. Mhm. Wir beide, wir haben mein Gott, über Soldier-Nummer, die war früher. Hör mal, du bist nämlich der Grund dafür gewesen, dass wir beim Entwicklerpreis ab 2007 einen Regisseur an Bord hatten. Ja, weil wir hatten dich nämlich dann als Show-Act gebucht. Stimmt, unplugged. Stimmt. Ja, ganz genau. Und wir haben dann
im Rahmen der Preisverleihung, die wir selber gemacht haben, wo mein lieber Freund Christian, der oben irgendwo in der Lichtburg in Essen saß, auf dem Laptop, so die Videos noch manuell losgeschickt hat und die dann mit ganz viel Glück im richtigen Moment auf der Bühne liefen. Und wir haben uns getraut, Miriam Pilau als Moderatorin zu buchen für den Abend. Mit der Umbrella. Die ja leider. Die leider mittlerweile an Krebs gestorben ist. Ne? Ja, und dann hat Teut gesagt: Boah, ey, der Martin als Show-Act, das wäre doch der Hammer. Und ich so: Ja, geil. Und dann hast du uns damals einen total fairen Preis gemacht. Ja, also das war, war super. Und dann haben wir dich gebucht. Wir haben auch einen Soundcheck vorher gemacht. Alles war in Ordnung. Und dann haben wir vergessen: Natürlich baut die Band erstmal alles ab. Und dann stehe ich auf der Bühne mit Miriam und sage so, und jetzt freuen wir uns sehr auf Martin Kesici und Band. Und dann bist du auf die Bühne gekommen zu mir und hast gesagt, ey, wir müssen ja erst aufbauen. Vor allen Leuten. Vor allen Leuten. Und Miriam stand so neben mir und die ganze Farbe aus ihrem Gesicht, ja, und die Fingernägel wurden zu Krallen und das Gesicht zu einer Fratze des Todes. Und dann hat die super spontan mit dir ein Interview gemacht auf der Bühne, kam dann irgendwann zu mir, während deine Band da hinten unfassbar schnell aufgebaut hat, meinte, jetzt weiß ich auch nichts mehr, Stefan, jetzt musst du dir was einfallen lassen. Dann hast du mitgeholfen und ich habe mit den Leuten super Stimmung gesungen, während du im Hintergrund aufgebaut hast. Und dann habe ich mich um Kopf und Kragen gesungen, weil die Hälfte der Leute in der Lichtburg, ey, das waren ja 1200 Leute damals. Das Ding war voll, ja. Und die kannte mich ja nicht. Die kannten dich und die kannten alle anderen, aber mich ja nicht. Also steht da plötzlich ein Typ, den sie nicht kennen und dann fängt er an zu singen und das auch noch schlecht. Die haben wirklich gedacht, sie sind in einem völlig falschen Film. Und Miriam hat das auch gedacht. Auf der Bühne war sie ja noch halbwegs professionell, aber als ich dann von der Bühne kam und du deinen Song oder deine Songs gesungen hast, ey, die hat mich so zusammengefaltet hinter der Bühne. Machst du dir keine Vorstellung von? Das finde ich aber unfair, weil gerade so eine Sachen sind, so wie jetzt, legendär und unterhalten auch das Publikum. Gerade so eine ungeplanten Sachen muss man auch improvisieren können. Ja, sie war da wirklich not amused. Ne? Die hat wirklich gedacht so, ja, das ruiniert mir meine Karriere. Und sowas Unprofessionelles. Und ich meine, sie hatte ja recht. Es war ja auch total unprofessionell. Aber im Publikum saß der Raimund Fichtenberger. Und der ist mittlerweile beim Mitteldeutschen Rundfunk und so. Und Raimund hat von dem Jahr an 6 oder 7 Jahre am Stück die Regie beim Deutschen Entwicklerpreis gemacht. Und dann wurde das Ganze richtig professionell. Also, gibt es den eigentlich noch? Ja, den gibt es noch. Der ist jetzt mittlerweile eine richtig durchproduzierte, ohne Live, ohne Stream, ohne Fernsehen. Ich war ja noch mal da. Ich war noch mal da und musste eine Laudatio halten für das beste Game des Jahres, glaube ich, national oder international. Mhm. Und da hast du mir echt ein Ei gelegt, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Laudatio gehalten und habe gedacht so, ach, ist doch nichts anderes wie moderieren, weil ich ja auch, also da war ich noch nicht beim Radio, aber habe schon live moderiert. Mhm. Habe ich mir extra so ein Zettelchen gemacht mit kleinen Notizen. Und dann bin ich darauf, gucke so auf die Leute, die haben ja alle Anzug und so, das war schon beeindruckend, ja. Also ich meine, obwohl wir alles große, kleine Kinder sind da in dem Publikum, in der Games-Szene und habe ich den Zettel einfach weggeschmissen und habe einfach improvisiert, weil ich gedacht habe, es funktioniert nicht. Ja, aber das war das geil. Das war ein paar Jahre später. Ja, genau. Ach man, ey. Ja, und dann haben wir auch ziemlich viel auf Messen und so weiter zusammengearbeitet, ne? Aber da reden wir gleich noch drüber. Also nur, um das mal so chronologisch ans Stück zu kriegen. Das heißt, du hast deine bildhübsche Freundin gehabt, dann bist du so Ende 2008, 2009 das erste Mal in deinen Burnout rein. Ja, so 2010 rum, ja. 2010, irgendwie so, ja. Genau. Dann ging es wieder ein bisschen bergauf, dann kam noch mal eine Single, dann kam noch mal eine EP, wurde viel gebucht. Also live ging ja bis vorletztes Jahr noch extrem viel, ja. Das ist ja altes so Ding. Man muss ja nicht, wie die Leute mal denken, im Fernsehen, man sieht und hört gar nichts mehr von dir. Habe ich so oft gehört, diesen Satz. Weil Leute, es gibt auch Internet mittlerweile, wenn ihr mal guckt. Und man muss nicht immer im Fernsehen sein. Obwohl ich im Fernsehen eigentlich immer mindestens ein oder zweimal mehr präsent war. Mhm. Erstaunlicherweise nach 15 Jahren jetzt immer noch. Aber ProSieben hat da mir Narren gefressen und RTL anscheinend auch. Ich war ganz überrascht. Ich glaube, ich habe dich
Also ich habe dich ja nie aus den Augen verloren, ne? Aber für mich bist du mehr und mehr so der Live-Moderator geworden, der auch in der Games-Branche ständig irgendwo aufgetaucht bist. Und dann habe ich dich im Dschungelcamp gesehen. Ich glaube, das war das erste Fernsehformat, in dem ich dich dann wieder im Fernsehen gesehen habe. 2012. So in der Ecke, ne? Ja, mit Michaela Schäfer, Brigitte Nielsen Ja. und. Da waren noch Promis im Dschungelcamp, sagen wir mal so. Ja, da waren, ey, du, das aktuelle Dschungelcamp, da sitze ich vor und denke, bitte? Verstehe, Was ist da los? Was ist denn da weiß ich auch passiert? nicht. Aber, Ja, die gehen einfach mit den Gagen runter. Das ist eigentlich das Problem. Die wollen auch nicht so viel Gagen zahlen, weil je bekannter, je teurer, ne? ja. Und wahrscheinlich wollen die nicht so viel rauskloppen. Lass mal die Vorgeschichte zusammenfassen. Du bist damals wie ins Dschungelcamp gekommen? Die haben mich gefragt. Ich frage nie, Nee, nee, Stefan. Ich klar, frage wirklich haben nie. die dich gefragt, Weißt aber ich meine, wie kam man auf dich? Weil du warst ja eigentlich Ich echt weiß es Richtung nicht. Games-Branche unterwegs, du hast dein Heavy-Metal-Zeug wieder gemacht, ne? Obwohl ich habe schon viele Shows vorher gemacht. Promi-Dinner, so eine Okay. Sat.1-Shows wie Sat.1 Minigolf. Also ich war immer mal irgendwo wieder zu sehen. Ich lasse mich auch ein, zwei Mal im Jahr, muss man machen, auf roten Teppichen sehen, auf Galas, wie jetzt. Nächste Woche ist wieder die Berlinale in Berlin. Da bin ich dann auch eingeladen. Also ich war auch nicht blöd, habe einen Manager weggeschmissen und habe mich immer selber noch in den Medien so präsent gemacht selber. Ne? Muss man ja machen. Habe auch viele Werbesachen, habe dann als Synchronsprecher angefangen, so ein bisschen nebenbei Erfahrung zu sammeln. Ja, und dann rufen die mich an und die schätzen halt auch, die Produktionsfirmen rufen dich an, nicht RTL direkt, die schätzen auch an mir, dass halt der direkte Kontakt da ist. Bei allen anderen hast du eine Agentur oder Management da. Und bei mir ist, ja, hallo, ja, okay, wie viel? Nö, so viel? Ja, okay, ich bin bald, tschüss. So funktioniert's. Ja, und da freuen die sich. Wie ist das denn? Also ich meine, du bist ja jetzt auch so als Typ, du bist ja schon ein echter Charakter, ne? Du bist kernig, du machst auch manchmal Aussagen, wo ich dir rechts und links eine Ohrfeige geben würde, aber du bist ja jemand, Weiß genau, was du anspielst. du bist ja jemand, an dem kann man sich ja durchaus reiben, ne? Und Dschungelcamp, ich habe immer gedacht, wieso bist du in Dschungelcamp gegangen? War das die Kohle? War das das Interesse, mal mitzukriegen, wie das ist? Oder was ist da so eine Motivation? Interesse. Nee, Nur die. aber. Warte, jetzt Nur hab ich dich weggeklickt. Hier, wo bist du denn? Da bist du. ich bin immer hier. Ja. Ja. Das erste Mal habe ich abgesagt. Weil ich meine, so eine Scheiße mache ich nicht. Und dann haben die mir so viel Geld geboten. Und das war gerade auch wieder so eine Phase, weil als Künstler ist halt das blöde, du hast kein festes Einkommen. Ja, du hast mal, dann kommt mal wieder was, dann kommt mal wieder. Halt selbstständig. Freiberufler. Und hab ich gedacht, ach, Scheiße. Mach einfach mit. Australien, hey, du hast deinen Enkel noch was zu erzählen, warum sollte man das denn nicht mitmachen? Und da ging es ja auch los, dass das Dschungelcamp erstaunlicherweise so salonfähig wurde. Früher, weißt du noch, war Kicks und so ein Scheiß, heute gucken es 8 Millionen Menschen und machen sogar Schaupartys, selbst in meiner Heavy-Metal-Szene gucken sich die Leute das an. Ist einfach schöne Unterhaltung. Und ja, dann bin ich darüber und bin nach einer Woche wieder freiwillig raus. Weil ich habe zwar Warum? auf 10% War so meiner. unbequem oder Es was? ist so scheiße langweilig, Stefan, das glaubst du nicht. Du sitzt, was du ja nicht siehst, du sitzt da 24 Stunden sinnlos rum. So entstehen auch die Reibereien. Wenn du keine Schatzsuche hast, sondern eine Dschungelprüfung, dann sitzt du da sinnlos rum. Du darfst auch nicht raus aus dem Camp. Du darfst nur zu zweit aufs Klo. Deswegen habe ich unter Ayrton ja auch am Baum gepisst, weil ich nicht zu zweit da einfach aufs Klo wollte. Dann rinn in den Bach und dann kam. Weißt du, dann bin ich in so eine, halt gedacht, überall hängen Infrarotkameras und so, überall. Halt gedacht, jetzt muss ich mir einen toten Winkel suchen. Bin ich so an den Bach ran, hab ausgepackt und drin. Dann habe ich mir das 2 Wochen später angeguckt und die haben mir genau auf die Piepe raufgehalten mit der Kamera, die Schweine. Ah, naja, gut, was Herrlich, passiert, ja. herrlich, Ja, herrlich. ja. Dabei ist das doch eigentlich seriöses Dokumentationsfernsehen. Ja, Ja, ich habe auch die gesagt, machen mein nicht Gott, ich möchte nicht sowas. wissen, was die Frauen machen, wenn die im Teich baden oder so. Ja, also kann man doch mal in die Aber Natur pullern. die Bild, die hat jetzt wieder den großen Aufhänger gehabt. Wie gemein, was ist das jetzt? RTL, ProSieben, keine Ahnung, Okay. mit den Stars umgeht. Wie, was war da noch? Wie es wirklich abläuft hinter den Kulissen. Ach, jedes Jahr Aber der gleiche Scheiß. jetzt pass mal auf. Wir beide waren Bestandteil von Ich bin ein Star, hol mich hier raus, weil als der Dirk Bach noch lebte,
Habe ich Der war bei mir noch beim letzten Mal bei, ja, genau. Habe ich das Computerspiel dazu gemacht? Ich habe das RTL, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Dschungelcamp Computerspiel gemacht. Jetzt und ist es raus! Jetzt ist es raus, meine Damen und Herren! So, und damit haben die so viel Geld verdient, dass die sich so Stars wie dich überhaupt leisten können. So ist das nämlich. Nur wegen deinem Spiel, das ist ganz logisch. Ja, ja. Was war denn das für ein Spiel? So richtig so Sims-mäßig oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja, du hast ein Camp gehabt mit Stars und denen wurde langweilig oder die haben Hunger gehabt. Ich habe das Spiel leider nicht mehr hier, aber ich habe das andere, was wir ein Jahr danach gemacht haben. Da kann ich mal gucken, wann das war. 2007 haben wir das hier gemacht. Das weißt du Bescheid. Horst Schlemmer weißt du Bescheid Quiz. Da war ich, da war ich eine Woche lang mit Harpe Kerkeling in einem Studio in Essen. Und wir haben, keine Ahnung, wie viel? 150 Videos oder so zusammengedreht. Das war saugeil, saugeil. Und ein Jahr vorher war das Ich bin ein Star, weißt du Bescheid. Ein geiler Typ, oder? Ach, der ist unfassbar. Unfassbar toll. Und das war simulieren, ja, und dann liefen die alle immer rum und hatten Hunger und du musstest die dann hin und her schicken und beschäftigen. Du hast immer noch ab und zu Aussetzer, ich muss dich kurz unterbrechen, du hast immer noch ab und zu Aussetzer, aber es wird wahrscheinlich an deiner Discord-Schwelle liegen. Ich befürchte nicht an meiner Schwelle. Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe auch die Theorie, dass einfach diese Kombination aus Discord benutzt das Mikro, OBS greift das Signal ab, wir reden, da, dann gibt es irgendwann mal Hintergrundgeräusche bei dir, dann denkt die Software, jetzt muss es mich runterregeln oder so. Das kann sein. Keine Ahnung, ey. Ja. Aber, warte mal, ich muss mal gerade in den Chat gucken, dass ich jetzt hier nichts, ja. Aber das ist ja eine Gemeinsamkeit quasi, ne? Da bin ich jetzt so ein bisschen beleidigt, dass man mich noch nicht gefragt hat, ob ich ins Dschungelcamp möchte. Ja, da hätte man, ja, also du bist wesentlich bekannter als die zwei Drittel der Leute, die gerade drin sind. Ja, in diesem Jahr hätte ich ja richtige Chancen gehabt. Ne? Aber ich kann nicht pinkeln, wenn jemand zuguckt. Jetzt, wo ich weiß, dass die sogar muss den Schniedelwutz filmen. Ne, auf Klo hast du so einen kleinen Vorhang, das geht. Man muss ja auch Insider-Infos, Achtung, ja. Chat, man muss ja auch jeden Tag den Container, also den, das ist ein Plumpsklo, unten ist dann so eine Tonne, die muss man immer selber wechseln und wegstellen. Ach, hör auf. Jeder für also sich ist, selber oder ja, immer na, wenn mal zwei vom Camp-Chef werden abgeordnet, du bringst heute die Scheiße raus, du ist abwaschen, du machst das. Man sieht ja wirklich nicht viel, aber um da irgendwelchen Fragen vorzubeugen, nein, es ist nicht in Potsdam-Babelsberg, es ist wirklich in Australien, es ist wirklich im Dschungel, es ist die größte Show der Welt. Ja. An dem gleichen Platz produziert auch die Schweiz, England und noch ein paar andere Länder. Mhm. Es ist halt eine riesen Logistik, da arbeiten über 400 Leute im Dreischichtbetrieb. Nee. Das ist schon Hammer. Krass. Krass. Das außerhalb stimmt schon, so ein Containerdorf reingebaut, aber alles mitten in die Wildnis. Ne? Hast du auf Amazon die Serie Unreal gesehen? Nein, da, sagt mir aber was. Das ist so ein eine Serie über geskriptete Reality-Shows. Ich glaube, so orientieren am die orientiert sich am Bachelor oder irgend so einem Scheiß. Also da fällt mir ein, weil du das sagst, die Truman Show, sehr gutes Beispiel dafür. Ah, der okay. Film. Ja. Ja, interessant. Falls du die kennst. Weil, der was ist, ich, ja klar, ey, mehrfach geguckt. Groß, Hammer. Ganz groß. Bei Unreal ist so cool, dass die die Rolle der Producer in den Vordergrund stellen. Das heißt, das Ganze dreht sich um 3 oder 4 Producer, die sich um jeweils Bachelorettes oder so kümmern. Und die dann immer im Einzelgespräch dazu bringen, irgendwelche dämlichen Aussagen zu machen, die sie dann wieder so zusammenschneiden können, dass das nach Drama und Theatralik aussieht. Ist das bei euch da auch so gewesen, dass die dich da im Raum? Da ist nichts. Du musst ja vorher zum Psychologen und so, das ist ja auch schon raus im Bild. Und der Psychologe und der Sender sucht sich genau die Leute aus, die sich eventuell mit irgendwelchen Sachen reiben könnten. Mhm. Dazu kommt halt der Hungerentzug, für Raucher der Zigarettenentzug. Dann kommt das schlechte Wetter, war bei uns hat es permanent geregnet. Das war, du hast nur noch im Matsch gelegen. Es ist schon echt, du siehst da auch keinen, außer die Kamerateams manchmal, die dir Interviews gibst. Ja. Da ist schon, da entstehen Reibereien, früher oder später. Mhm. Also, hey, RTL will alles andere als Harmonie. Das wäre total langweilig, dann guckt es doch keiner. Ja? Wie war denn das Feedback? Also, als du rausgegangen bist, hast du doch richtig auf den Deckel gekriegt, ne? Ja, die waren enttäuscht, die Produktionsfirma. Die haben natürlich mit mir auf den vorderen Plätzen gerechnet. Viele haben gesagt, du Weichei, gehst du früher raus? Mike, du Leute,
Scheiß drauf. Ich war damals frisch verliebt mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Die kam mit. Du kannst immer noch jemanden mitnehmen, ne? Mhm. Bezahlt auch RTL. Ist ganz cool. Und da wollte ich raus und wollte mir noch Australien ein bisschen auf RTL-Kosten anschauen. Weil du musst ja so lange da bleiben, bis alle wieder zurückfliegen. Ja. Das heißt, ich war als erster draußen und hab noch eine Woche in Queensland gehabt. Mhm. Hab mir noch einen netten gemacht. Sehr schön. Wie also, war das, no regret. Wie war das denn für deine Karriere? Hat dir das was gebracht? Oder war null. Also, für einen Rockmusiker, wie ich das bin, oder einen richtigen Musiker, bringt das Dschungelcamp nichts. Das bringt mehr was für Leute, die so, wie nenne ich das, so Ballermann-mäßig, ja, also so für richtige Künstler, glaube ich, ist kein Aufschub. Hier, ich weiß noch, der Rocco Stark, der war mit mir drin. Der Ochsenknecht-Sohn, der verschmähte. Ja, stimmt. Und der hat andauernd, oh, ich bringe eine Single raus, wenn ich rauskomme aus dem Dschungelcamp. Ja. Hat er die permanent gesungen, dann habe ich ihm prophezeit, du, ich sage dir Platz 90 und raus aus den Charts. Mhm. Und so war es dann auch. Ja, okay. Weil es interessiert, weißt du, der Spruch gilt wirklich im Fernsehen, wie bei der Truman Show, aus dem Augen, aus dem Sinn. Kannst du dich an die letzte Szene in dem Film erinnern? Die gucken sein Leben über 20 Jahre, schauen diese Show mit, sein ganzes Leben von der Geburt auf. Ja. Und dann ist die Show aus, weil er rausgeht. Und dann schalten die einfach um danach. Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das funktioniert da wirklich. Da ist was dran. Traurig, ja. Aber ist so. Ja. Ja. Hat ist genauso das, wie bei. Hat dich das gewurmt? Ja. Also, ich meine, wir haben uns ja auch schon oft so unterhalten und du bist ja auch echt aus tiefster Seele ein Künstler. Also, du bist ja jetzt nicht einfach einer, der, weiß ich nicht, ich lege dir jetzt einen Heino-Song vor und dann singst du den und dann singst du morgen irgendwie Heavy Metal, sondern du bist ja jemand, der aus tiefster Seele Musiker ist, ne? Ja, das ist wie ein Schauspieler. Singen ist halt eine Seele berühren, aus Herzen singen. Wenn man das nicht macht, funktioniert es nicht. Genau wie beim Schauspieler. Ja, und hat dich das dann berührt, dass als du rausgegangen bist, bist du mit der Erwartung rausgegangen, jetzt habe ich nochmal die Aufmerksamkeit hier, jetzt starte ich richtig durch? Oder? Nee, ich bin mit der Erwartung schon rein, dass ich bin eigentlich nur wegen dem Geld rein. Das ist ganz klar. Und was danach? Klar hat man so ein bisschen Aufmerksamkeit. Heutzutage würde man sagen, ey, ich habe 1000 Follower mehr auf Instagram. Mhm. Aber das war mir scheißegal. Da bin ich echt nicht so. Jetzt fällt mir auch ein, wie die auf mich gekommen sind. Ich war schon davor bei den Stefan Raab-Shows immer mit bei. Crash Car Challenge, Mock WM. Stimmt, Crash Car Challenge, da habe ich dich gesehen. Bist du da nicht Platz gemacht, genau. Für die Software-Pyramide oder irgendwie sowas gefahren? Bei der Crash Car? Ja. Nee, warte mal, ich bin zweimal gefahren. Einmal war ich im Schalke-Auto, als Berliner im Schalke-Auto in der Schalke-Arena, wurde ich erstmal ausgepippt. Ahnst es nicht. Ja, das ist ja auch eine Besetzung. Das werde ich nie vergessen. Ich habe mich ja überschlagen mit dem Schalke-Auto. Und dann wirst du ja mit dem Gabelstapler so hochgehoben und musst dann so durch die halbe Halle und die haben mich ausgepfiffen und ausgebuht. Ja. Und dann habe ich den zweiten Platz noch gemacht, insgesamt. Ja. Und dann war ich der beste Freund der Schalke-Arena. Weil natürlich mit dem Schalke-Auto bis zum Schluss durchgehalten habe. Ne? Ja, das ist auch irgendwie typisch für die Schalker. Beides. Irgendwie immer bis zum Schluss durchhalten. Ja. Nee, also im deutschen Fernsehen habe ich, glaube ich, schon alles durch, was es gibt an Shows. Außer Promi Big Brother, da habe ich einmal abgelehnt. War mir zu wenig Geld. Also es hört sich immer blöd an für einen Außenstehenden jetzt, aber man hat seinen Wert. Und den kennt man und den muss man auch halten, ansonsten geht es immer weiter runter. Das ist das Ding gerade mit dem Dschungel. Ne? Die Gagen gehen runter, weil jeder unbedingt in den Dschungel will. Ja. Dass dementsprechend auch weniger Geld habt. Haben nimmt, gut Deutsch. Haben nimmt, wollen tut. Ja, genau. Ja, ja. Hast du ein Format gehabt, wo du gesagt hast, also du hast ja in vielen Dingern mitgemacht, ne? Du warst doch auch, also Promi-Dinner hattest du ja eben schon gesagt, ja. Dann zweimal warst, sogar, ja. Warst du nicht sogar im Promi Big Brother? Nee, da war ich nicht, halt gerade gesagt, abgelehnt. Aber ich war bei Adam sucht Eva letztes Jahr. Ach, genau. Nackig auf der Insel. Hör mal, kaum bist du einmal beim Pinken gefilmt worden. Ja. Gibt es nur noch Nacktheitsformate? Ja, wie war das denn? Aber da, wie war das denn? Du, das war super. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin ja auch, also so Berlin ist mal FKK groß geworden und ich als, mein Gott, was kann mir denn passieren, wenn ich meinen Schniedelwurz da im Fernsehen zeige? Wie ich sage, aus den Augen, aus dem Sinn, denkt keine Sau mehr drüber nach, eine Woche nachdem die Sendung gelaufen ist und das war der Hammer. Das war wirklich auf Tahiti. Oder Haiti, nee, Tahiti im Bikini Atoll, französisch Polynesien, andere Seite der Welt, 30 Stunden Flug. Meine Fresse.
traumhaft. Ich war eine Woche vor der Sendung, konnte ich mich ein bisschen umschauen, Urlaub machen. Dann rein in die Sendung, auch eine Woche oder 8 Tage, weil ich dann wieder raus. Also für mich war das der Hammer. Das war wirklich eine Insel, wo abends die Fernsehcrew die Insel verlassen hat. Da stand noch nicht mal ein Haus, da gab es nur ein Dieselaggregat für Strom. Mehr nicht. Das war. Und wegen der Nacktheit, wenn du Menschen dir gegenüber siehst, 2 Stunden nackt, dann guckst du nirgendwo mehr hin, du nimmst es gar nicht mehr wahr. Und der noch interessantere Nebeneffekt ist, dass du völlig unabgelenkt von äußeren Einflüssen bist, um jemanden kennenzulernen. Du hast kein Handy, du hast keine Klamotten an, keine anderen, die dazwischen quatschen. Also du lernst ihn viel intensiver und viel schneller kennen. Das glaube ich dir total, weil... Vielleicht sollten wir uns auf der Gamescom mal nackt auf die... Ja, fände ich... Du, jetzt nimmst du mir so ein bisschen die Worte aus dem Mund. Ja, das wollte ich dir gerade vorschlagen. Das ist ja auch so eine ganz spezielle Form von Interview, die wir dann machen würden. Aber ich glaube dir das tatsächlich total, weil wenn man Körpersprache-Seminare gibt oder sich die Körpersprache mal insgesamt anguckt, das Wichtigste ist ja nun mal die Mimik. Denn du bist ja, der Rest des Körpers ist zwar auch wichtig und wird alles geguckt und so, aber eigentlich guckst du den Leuten immer in die Augen. Ja. Weil du denkst die ganze Zeit, da erfahre ich die Wahrheit, da erfahre ich die. Wie würde das aussehen, wenn wir uns die ganze Zeit ins Gemächt gucken würden, ja, wenn wir uns gegenüber sitzen? Ja, das ist blöd. Gut, ich meine, könnte passieren. Ich habe die Sendung nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie dein Gemächt aussieht. Musst du auch nicht. Ja, aber es könnte ja, wer weiß. Aber, es gibt ich schlage es mal vor für die Gamescom dieses Jahr. Ja, es gibt einen interessanten Nebeneffekt, und zwar, wenn ich auf der Straße so laufe und gerade ältere Frauen, ja, die dann so ein bisschen angeheitert sind oder bei Konzerten, die kommen dann an. Kizichi? Ja. Hab sie im Fernsehen nackt gesehen? Ich sage, ja, okay. Ja, und knallrot. Ja. Ja, schön. Und? Jetzt, okay, dann wieder, also gerade ältere Frauen. Ja, ja, gut. Also ich war überrascht, für welche Formate du dich so meldest. Aber das ist auch eine Frage des Geldes. Also die haben mir echt wenig Geld geboten erst und dann habe ich eine Summe in den Raum geschmissen, die so, ich sage es jetzt knallhart, damals mal im 6-stelligen Bereich war, erstmal. Weil jeder Mensch, ich sag mal, fast jeder ist käuflich. Ab einer bestimmten Summe. Jetzt nicht negativ gemeint, sondern um bestimmte Sachen, um bestimmte Sachen zu machen, Mutproben oder irgendwas, aber jeder würde irgendwann für irgendeine Summe doch das machen, was er, wo er vielleicht gesagt hat, nee, das würde ich nicht machen. Und dann haben sie mir ein Angebot gemacht, konnte ich nicht ab. Wollte ich nicht ablehnen. Oh, ich bin so neugierig, aber du brauchst die Zahlen hier nicht auf den Tisch zu legen. Aber wir können ja mal festhalten, du machst solche Sachen quasi ausschließlich für dich oder hängt da auch noch eine Agentur zwischen? Die dich dann... Ausschließlich für mich. Also, okay. Wir nennen es jetzt mal das Trash-TV, heißt ja so. Das mache ich ausschließlich für mich und weil es auch Spaß macht. Kommt jetzt im März, da darf ich leider nicht drüber reden, würde ich gerne. März, April kommt eine Sendung auf ProSieben. Da bin ich auch wieder mit bei. Das wird sehr, sehr, sehr geil und sehr lustig. Okay. Kein Geld schon. ich bin gespannt. Also, ich meine, da... wie sage ich das jetzt? Also, du hast ja ein Image... Ja, und das Image ist doch eigentlich, du bist Vollblut-Heavy-Metal-Typ, du bist ein Rocker. Ja, Rocker, also Rockmusiker, ja. Obwohl ich natürlich auch, ich singe auch gerne andere Sachen, ich habe Swing gesungen. Wenn ich jetzt unplugged unterwegs bin, dann singe ich auch immer noch die Sachen wie Robbie Williams, She's Like the Wind oder Wicked Game. Ja. Also die ruhigen Balladen, die liebe ich halt. Ne? Ja, ich habe der, wann war das denn? Vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, ne, dass ich ja auch der Meinung bin, du bist der Unplugged-Musiker. Ne, das war ja, dieses, ja, ich liebe es. Verdammt, jetzt komme ich natürlich nicht auf das Lied, was so super durch die Decke ging. Wicked Game? Das war nein, Wicked nein. Game, oder? No, I wanna nee. Fall in love. Oh, schön. Du musst gleich sowieso singen, aber... muss. Ja, ist so. Ist so. Wir sind doch hier nicht aus Spaß an der Freude. Oh. Ja, es geht doch hier was. Ist mir so peinlich, dass man immer... Ich bin nicht so der so gerne einfach so singt, aber heute mache ich mal eine kurze Ausnahme. Der Simon & Garfunkel Song. Verdammte Scheiße. Wie hieß der denn? Hello von... Darkness, my friend. Hab so. Den habe ich aber nicht gesungen. Nee, ich weiß, aber da habe ich dich angerufen damals und habe gesagt, Martin, ich habe den gerade gehört und das, sowas in der Richtung, musst du unbedingt machen. Also auch mit anderen Songs. Ich glaube... Ich will auch. Das liegt dir total, weil das ist deine
Stimmlage, Tonlage, wie sagt man? Keine Ahnung. Ja, Tonlage. Ne, es passt zu dir als Charakter und ich finde, es ist so tiefsinnig. Also du kannst da so viel reinlegen, so in so einem Remake von so, naja, verdammt. Den gibt es ja schon von Disturbed, von der Band. Ja, ja, klar, gibt's, genau. Genau, den meinte gut. Ich. Den haben wir damals beim Entwicklerpreis, deswegen musste ich ja an dich denken, weil beim Entwicklerpreis muss ich oft an dich denken. Den haben wir als... Ja, dann lad mich doch mal wieder ein, dann komme ich vorbei. Auch als Zuschauer übrigens. Ich habe doch nichts mehr damit zu tun, verdammt. Mhm. Ich bin ja die letzten zwei Jahre schon nur noch Moderator gewesen. Nur noch ist gut. Bei der In Memoriam-Nummer, also wenn wir an die Verstorbenen denken, da haben wir jetzt dieses Hello Silence, my old friend gespielt. Ganz abgesehen davon, dass ich fast untergegangen bin, weil ich den Song so unfassbar traurig fand, war mir total klar, das ist ein Song für Martin. Also diese Art. Ja, es ist auch sowas, was ich liebe. Und ich habe jetzt 5 Jahre nichts gemacht musikalisch, weil ich einfach auch so einen kreativen Shutdown hatte irgendwie. Fang jetzt wieder an und es wird doch sehr deutsch, probiere ich jetzt mal, aber auf Grunge. Ich bin ja so in der Grunge-Zeit groß geworden, so Nirvana und so die Zeit. Ja. Also mehr traurige Songs, aber ich probiere es mal auf Deutsch. Ich schreibe gerade und mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, das ist ein schönes Stichwort, weil ich wollte auch gerne mal verstehen, wie du dich als Musiker siehst. Bist du, meine ich jetzt gar nicht böse, bist du nur Sänger? Also bist du derjenige, der wirklich sagt, okay, schreibt mir meinen Song, ich interpretiere euch den so dermaßen, dass euch die Haare wegfliegen und das ist das, was ich saugut kann? Oder bist du Komponist, bist du kompletter Künstler? Ja, also das sitzt du da und arrangierst ganze Songs? Wie muss man sich da Ich habe, um es vorwegzunehmen, keine Abneigung gegen Leute, die Songs schreiben, die sie mir geben. Gibt es ja auch viele. Und Martin, kannst du den singen? Wenn ich ihn abändern darf und wenn er mir gefällt, mache ich es auch. Mhm. Kein Problem. Ich rauche hier übrigens in deinem Wohnzimmer. Ich hoffe, es ist nicht so schön. Nö, mach wir sind ja im Weltall. Ich habe ja auch hier ein Kölsching getrunken. Also ist alles gut. Ja. Jedenfalls, von klein auf habe ich schon immer selber komponiert. Also ich bin halt so ein Komponist, ich mache erst die Musik. Dann lege ich alles beiseite, dann mache ich mit irgendeinem Kauderwelsch, Englisch oder Deutsch eine Gesangslinie dazu. Mhm. Und dann, das nennt sich Versmaß, schreibe ich den Text genau auf dieses Versmaß. Mhm. Das ist eigentlich die schwierigere Variante, aber ich kann zum Beispiel nicht einen Text schreiben und dann erst die Melodie. Habe ich noch nie gemacht, das geht nicht. Andere können es. Welches Instrument spielst du denn? Ich sehe da eine Gitarre. Also ich meine, du hättest mir mal gesagt, du komponierst am liebsten mit einer Triangel. Aber mit einer E-Triangel. Mit einer E-Triangel, bitte. Das war's. Pilim, pilim, pilim. Gitarre. Ich habe mit 14 Gitarre angefangen, auch E-Gitarre und war nicht schlecht da drin. Also es reicht zum Komponieren. Schlagzeug ein bisschen Bass natürlich. Hab auch ein Didgeridoo hier. Ist aber kein Musikinstrument in dem Sinne, sondern ist mehr zum Entspannen eigentlich. Mhm. Man kann da keine Tonleitern spielen, ne? Weil es ist immer ein eigener Ton. Und sonst hat das Singen mich komplett ergriffen. Weißt du, das schönste Kompliment für einen Sänger ist nicht, oh, du hast aber schön gesungen, sondern da sind öfters Menschen zu mir angekommen, Martin, du hast meine Seele mit deiner Stimme berührt. Und das ist das absolut Geilste. Das finde ich auch total Respekt, wie sagt man denn, zollend? Nee, irgendwie ist das. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Respekt. Du weißt, was ich meine. Ne? Also, es verlangt einem, finde ich, eine Menge Respekt ab, wenn die Leute mit ihrer Stimme dich so packen, dass du die Zeit vergisst und einfach. Das ist das Größte für mich. Und das, also, warum es so passiert ist und wie ich Sänger wurde und warum mir irgendeine Gottheit oder weiß ich, das Universum mir Talent hier gegeben hat, man muss ja auch Talent haben. Eigentlich kann anatomisch jeder singen. Rein anatomisch kann es jeder, aber von hier können es die wenigsten. Also anatomisch, echt? Ja. Du hast Stimmlippen, du hast Muskeln, du hast einen Atemapparat. Prinzip schon, du musst nur das Hörverständnis haben, ob du schief singst. Das kann man auch lernen. Atemtechnik und so, aber trotzdem gehört eine gewisse, man nennt es Timbre, die Stimmlage, die die Natur vorgegeben hat, ist wichtig. Kann ich als ein einfaches Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die kennst du als Sprecher oder Laudator, rein rhetorisch, mit der Stimme kann man ja Menschen beeinflussen.
Man hört auch, wenn Menschen krank sind oder wenn Menschen nicht mit ihrer eigenen Stimme sprechen, gibt es viele, die halt mit Absicht ein bisschen höher reden. Beste Beispiel ist zum Beispiel die Beamten. Bei uns in Deutschland, schönen guten Tag, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Bisschen tiefer, kommt natürlich gleich ein bisschen autoritärer, ne? So reden die halt. Musst du mal darauf achten. Das ist ja, lustig. Das stimmt. Was ich auch cool finde, ist, wenn Leute am Telefon immer ganz besonders nett und glücklich klingen wollen und dann immer mit der Stimme so hochgehen. Ja, also die genannt. Ja, okay, ja, tschüss. Tschüss. Gerade die Frau. Das ist, macht mich wahnsinnig. Stimmt, ja. Aber ich glaube, du vertust dich, weil ich bin mir relativ sicher, dass ich keine Stimmlippen habe, sondern Stimmlappen. Also wenn ich singe, ja, es ist, glaube ich, nee, es ist, nee, vertust du dich. Also man sagt ja, ich möchte jetzt nicht beschreiben, wie die Stimmlippen aussehen. Das könnt ihr mal selber googeln, weil jetzt, ne? Dann würde jetzt jeder sagen, scheiße, ich habe ein weibliches Geschlechtsorgan im Hals. Ja. Aber egal. Danke für dieses Bild. Oh. Und wenn die Stimmlippen... Scheiße, ey. Aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus. Wenn die ausgeleiert sind, wie bei dir, oder wenn sie ausgeleiert wären... Wie, die sind ausgeleiert, wie bei mir? Wieso sagst gesagt, du, die sind ausgeleiert wie bei mir? Du hast Stimmlappen gesagt. Ja, aber ach so, dann heißt das, sie sind ausgeleiert. Na, ja, weil die, ja, genau. Ja. Das ist so, wechseln wir Thema. Bringt auch nichts, ne? So, wie ist denn das Wetter bei euch? Bei uns schneit's. Du, hier in Berlin schneit's nie seit Jahren. Es ist unglaublich, hier ist einfach nur kalt. Ja. Was ich ganz gut finde, weil eigentlich brauchst du keine Winterreifen mehr. Also die gehen hier echt ein, die Industrie. Hier schneit's echt selten. Die letzten Jahre war ich eigentlich immer in Thailand, aber durch die gebrochene Schulter... die ich mir übrigens auch in der ProSieben-Sendung gebrochen habe. Kommen wir gleich zu. Pass auf. Jetzt ist es so, dass du ja auch tatsächlich wahnsinnig viel ausprobiert hast. Ne? Halt nochmal deine WASD-Faust in die Kamera. Wann hast du das Tattoo denn gemacht? Ich meine, das ist ja das Gamer-Tattoo schlechthin. Ne? Da ist auch Space auf dem Daumen. Ach, wie geil. wann hast du das gemacht? Es ist doch gar nicht so lange her. Das ist ein Jahr her. Ich bin halt... Okay. Jetzt können wir mal auf die Game-Maschine kommen. Ich bin ja total Gaming-addicted. Ja, ich habe einen eigenen Clan seit 1999. Habe mit Ruhen angefangen, Multiplaying, Medal of Honor, Elder Scrolls, Call of Duty 1, 2, Day of Defeat Source und die ganzen Battlefield-Teile durch. Und das besteht bis heute. Wir haben immer noch einen eigenen Clan, Multigaming-Clan, wo wir halt alle zocken. Wie heißt der? Und der heißt The Brotherhood of Steel. Ah, doch, BOS. Ich erinnere mich. Da haben wir auch so eine eigene Grippe. Eine eigene Gruppe. Früher hieß es Sons of Steel. Mhm. Das macht total Spaß. Wir kennen uns auch schon alle persönlich. Wir machen einmal im Jahr ein Clan-Treffen wie früher. Früher haben wir noch LAN-Partys gemacht mit den Röhrenmonitoren schleppen. Aber das ist so meine Welt. Ich liebe sie ein. Mhm. Ich bin nicht so der Konsolenzocker. Außer bei AAA-Games wie so God of War oder Last of Us, klar. Mhm. Aber ansonsten immer PC. Immer PC. Ja. Hast du... also hast du jemals damals, als du so richtig erfolgreich warst, drüber nachgedacht, ich nutze jetzt mal hier mein Dschungelcamp aus und mache auch einen Let's Play-Kanal und gehe direkt bei YouTube rein? Oder wann sind das Welten, die einfach gar nicht aufeinander passen? Das sind Welten, die passen nicht. Ich hab's gedacht, probier's doch mal. Da gab's, war ich noch nicht auf Twitch, habe YouTube angefangen und dann gab's auch Hitbox damals, weil der Smashcast ist, glaube ich. Aber es funktioniert nicht, weil die Leute, die Gaming machen, die interessieren sich auch nur für Gaming und nicht für die Person in dem Sinne. Das macht im Moment leider, finde ich, auch scheiße Bushido und die ganzen Deutschrapper, hier Haftbefehl und wie sie alle heißen, die machen das und ziehen so die Kids nochmal und verdienen damit über Twitch auch nochmal richtig Kohle. Ja, aber die zocken auch ab und zu selber, aber nicht so oft. Aber hier bin ich nur Martin der Gamer, das sollen auch die Leute merken, die unseren Kanal liken, ihr Couchkommando, der Onkel Jo ist ja mit bei, der war ja auch schon bei dir in der Sendung. Wann hast du den denn kennengelernt? Och, jo, habe ich zwei... Wann kam Call of Duty 2 raus? Ach, du fragst wieder genau. 2005, glaube ich, oder 6. Da hat er noch bei der PC Action gearbeitet. Och, das war noch Zeit. Ja, die geilste Zeitung überhaupt. Und die haben mitbekommen, dass ich zocke mit einem Clan. Und haben die mich eingeladen nach Fürth, damals in die Redaktion. Mit dem Clan, mit 4 oder 5 Leuten von meinem Clan. Und wir sollten das neue Call of Duty 2 testen. Ach, hör auf. Und da habe ich Jo kennengelernt. So lange kennen wir uns auch schon über 10 Jahre oder so. Also echt heftig. Krass. Und wann habt ihr Couch-Kommando gemacht als Kanal? Couch-Kommando haben wir erst letztes Jahr angefangen. Das war so eine spontane Idee. Machen wir mal zusammen Twitch-Channel, können ab und zu mal
Twitchen, klar, könnte öfters sein, aber mal ist er unterwegs, weil er macht ja Chefredakteur bei Gronkh, ne, wissen wir ja alle. Ist auch nicht so oft da und Xtreme ab und zu, ganz kleiner, gediegener Channel, jetzt nicht großartig, auch nicht, auch nicht professionell, kein Greenscreen. Wir wollen es ja Couch-Kommando liken, du siehst ja mein Wohnzimmer im Hintergrund, da sind dann noch 3-4 Leute, wenn wir streamen und so, trinken alle Bier, freuen uns, zocken, quatschen, so soll es bleiben. Ach geil, ey. Geile Idee. Wie viele Follower habt ihr jetzt? Ach, also, nicht so viel, 500 oder so, um die 500. Ja. Also jetzt, das ändert sich natürlich, ne? Jetzt wo du hier also, bei mir im Kanal bist, ne? Da geht es jetzt richtig ab. Also wir promoten das gleich noch und dann, ich sag mal, hast du locker 510 oder so. Aber da muss ja, auch sehr nett sein. Ja, ja, da muss aber nett sein hier zu meinen. Ich freue mich über jeden Follower. Ja. Wir freuen uns. Ja, ja, ja. Ach, Rio wird mehr sein Retro-Gaming machen und ich bin dann halt so aktuell. Was ich auch gerade interessant finde, ist Marbles on Stream. Kennst du das? Nee. Marbles on Stream. Marbles, doch, Marbles on Stream. Das kenne ich. Das spielt man gegen die Community, ne? Ne, du kannst praktisch mitspielen. Du bist im Chat, gibst Ausrufezeichen Play ein und bist eine von den Kugeln. Du kennst doch, habe ich als Kind auch gehabt. So, hast du so eine Bahn aufgebaut mit einem Trichter, dann hat man die Murmel reingeschmissen und nur anhand der Physik, der Erste, der gewonnen hat, war halt glücklich. Ja. Das machen die auch, nur dass die Chatter mitspielen können und das ist super interaktiv. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe hier leider nicht so eine interaktive Community. Also meine Community, die ist halt relativ alt. Ne? Also hier der jetzt, dauert ein bisschen mit dem Eintippen, ne? Ja, ich sehe zum Beispiel Lumen, hallo Lumen, ne? oder Maxi oder die Chaos-Oma, die sind halt alle deutlich über 50. Ne? Und, ach, die Hälfte der Couch-Kommando-Follower sind heute hier. Das reicht, stimmt. Ey, guck mal, hier wird direkt geflamed. Ja, nee, können wir auch mal machen. Ne? Also das machen wir am Donnerstag wieder. Wir werden am Donnerstag wieder streamen. Ob Joel dabei ist, weiß ich nicht. Ich denke schon. Und da machen wir immer mal, es ist gerade interessant für Giveaways, weil du kannst ja auch sagen, okay, der Drittplatzierte gewinnt. Ist natürlich gemein, aber da kannst du super Sachen mitmachen. Ja, ich guck mir das mal an. Ich guck mir das mal an. Ich habe jetzt für meinen Kochstream, ja, also ich habe so drei Formate, die mir totalen Spaß machen. Das eine ist, Sachen vorlesen, die Community geschrieben hat. Und ich habe hier Dinger vorgelesen, das glaubst du nicht. Die sind so geil geschrieben. Also wir die haben Community letztens, geschrieben hat. Ja, Kurzgeschichten, Gedichte, alles Mögliche. Und wir haben eine Leseecke bei mir im Discord, da posten die Sachen rein. Und immer wenn sich genug angesammelt hat, ne, dann lese ich das vor. Und wir haben letztens hier von Lumen Sachen vorgelesen, die waren sau geil. Und das mache ich ganz gerne, aber das ist natürlich eher so ein, man hört zu, da sitze ich halt hier und lese, ja, da ist nichts Interaktives. Die Interviews, da ignoriere ich meinen Chat natürlich auch ein Stück weit, weil ich ja sonst ständig abgelenkt wäre von dem, was du... Dafür hast du einen Supermod, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Also wollen wir mal nicht zu viel loben, aber... aber er macht das schon ganz gut. We love to entertain, ja. Ja, ja. Und... da habe ich halt das Kochformat. Da kannst du ja auch nicht nebenbei zocken. Ne? Also ich bin da in das so machen aber gelandet. Viele, das machen aber viele, habe ich gesehen. Die kochen und reden mit den Leuten. Meistens hat man aber noch einen zweiten, einen Partner. Ja. Daneben, der beim Kochen dann halt ab und zu mal aufs Pad guckt oder so. Ja, also ich... Musst du nicht immer alleine für dich kochen, Stefan. Nee, das mache ich auch nicht. Ich habe jetzt, ich habe das erst 3 oder 4 Mal gemacht. Jetzt habe ich den Gerrit eingeladen, der kommt in den nächsten Wochen vorbei und dann kochen wir zusammen. Ja, also und wir machen jetzt auch so Challenges mit der Community, wo die dann uns quasi Gerichte schicken, also beziehungsweise eine Zutatenliste und wir kriegen dann, ich muss die Sachen kaufen und dann kriegen wir zum Start, kriegen wir das Foto gezeigt, wie das Essen aussehen soll. Das war's, kein Rezept, gar nichts. Und das, glaube ich, das wird ziemlich absurd. Und, das also ich bin froh, wenn ich meine Ravioli warm machen kann, danke. Ja, Gerrit ist genau so ein Experte und das wird im Wahnsinn enden. Aber sowas mache ich ganz gerne. Aber deswegen habe ich mich noch nicht, lange Rede, kurzer Sinn, so richtig mit interaktiven Community-Games und so beschäftigt. Ne? Du hast ja auch mit sehr vielen Leuten in der Games-Branche schon zusammengearbeitet. Du warst als Moderator auf der Gamescom und. Ne? Letztes Jahr viel. Ne? Letztes Jahr bist du mit einem Kamerateam die ganze Zeit rumgelaufen. Was war das? Mit einem Taiwanesen, das war hier für meine geliebten Oris, mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Das ist ja, mit denen arbeite ich so ein bisschen zusammen. Die sponsoren mich halt auch ein bisschen mit dem Computer und helfen mir dabei. Ja.
Und da habe ich dann als Gegenleistung auch mit einem taiwanesischen Filmteam, war sehr lustig, bin ich dann über die Gamescom gelaufen und habe den Taiwanesen probiert zu erklären, was hier auf der Gamescom so abgeht. So zum Beispiel bei EA. Haben sie es wenn verstanden? Da der Verrückte. Ja, die haben es, also wir haben es auf Englisch gemacht. Ja. Wenn dann halt, wenn der verrückte Deutsche, habe ich denn gesagt, dann sind wir zu EA gegangen, muss ich jetzt schon wieder lachen. Dann stehen noch da die Leute an, um kurz mal Battlefield 5 zu zocken. Ja. Und dann steht doch der ab hier an, nur noch 4 Stunden Wartezeit, ja? Ja. Und dann habe ich ihnen erklärt und meine, okay, alles klar, in 2 Wochen kommt die Beta, herzlichen Glückwunsch. Aber der Deutsche setzt sich da mit einem Campingstuhl hin und wartet diese 6 Stunden. Ja, ja. So, das ist ja auch Teil des Erlebnisses so ein bisschen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das genauso absurd ist, wie wenn wir früher auf dem Campingplatz mit allen Jungs waren. Und dann sitzt du halt 6 Stunden, sitzt du da auf deinen Stühlen und erzählst dir Scheiße. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das für die Jungs genauso ist. Also mein Neffe, der ist jetzt mittlerweile zu alt dafür, aber der ist auch mit seinen besten Freunden dahin. Haben wir hier 4 Stunden gestanden, haben die Zeit ihres Lebens gehabt, weil die ganze Zeit super Scheiße erzählt haben und Quatsch gemacht haben und so, um dann eine Viertelstunde irgendein Spiel zu spielen. Wo du so denkst, ich fand jetzt im Nachhinein einen Monat. Ja, ja, aber dann kam halt auch dieser Gag mit Fortnite, mit dem Kind, was da angeblich in die Ecke gekackt hat. Das war ein super geiles Ding. Ob es wahr ist oder nicht, weiß niemand. Nein, ich weiß es. Also es ist nicht wahr. Ich denke mal nicht. Es ist nicht wahr. Aber es ist trotzdem so. Aber die Idee war der Hammer. Gegangen. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich meine, weißt du, was das Hauptargument war, an dem man erkennen konnte, dass es natürlich nicht wahr war? Es gab ja kein einziges Video davon. Gar nichts. Ja, stimmt. Weil irgendjemand hätte wahrscheinlich die Tüte fotografiert. Ja, oder, sicher. Irgendwas wäre da. Ne? Aber. Es war ein super geniales Ding, was viral ging. Es war, ja. Was ist denn so dein aktuelles Lieblingsspiel? Sag mal gerade. Aktuell ist es Insurgency Sandstorm. Bitte was? Und zwar Insurgency, kennst du nicht? Den alten Half-Life 2 Mod. Es kam damals, bei Half-Life gab es einen Insurgency Mod. Da spielen halt Terroristen gegen Söldner immer. Hin und her, so Art Counter-Strike-Manier. Und da ist jetzt der neue Teil, der hat auch in den Bewertungen, wurde er prämiert von der GameStar und allen anderen mit fast 85% oder Punkten, kurz nach Battlefield, als atmosphärisch dichtester und bester Hardcore-Shooter. Nee. Das heißt, es ist ein Hardcore-Shooter, du bist ein Schuss tot. Ja. Du hast mehrere Mods, du kannst 8 gegen, also zusammen mit 8 im 8er-Squad gegen 8 KI spielen. Meistens sind die Maps Unreal Engine 4.2, super Grafik. Ist im Early Access auf Steam, schon wieder Werbung gemacht, wo ich gar nichts kriege von denen. Ja, ja. Es ist der Hammer und das macht so einen Spaß, weil halt ein Schuss tot, die Physik ist geil, die Grafik ist geil, die Sounds auch, also die Taunts, die Befehle, die du geben kannst. Das ist für mich, ich mag halt nicht mehr das Battlefield-Feeling, da 5-mal schießen und er fällt immer noch nicht um, dann bin ich raus. Ja. Dann lieber ein bisschen hardcoreiger. Unglaublich. Also kann ich dir echt, also an alle Shooter-Freunde, ist Hammer. Ja, es klingt nach einem Spiel, was mich in den Wahnsinn treiben würde, instant, weil. Definitiv. Headshot weg. Ja, das ist mein Traum. Also ich liebe ja auch PUBG, ich spiele PUBG total gerne. Da passiert mir das auch ständig. Raus. Da passiert mir das da ständig. Gibt's ja. Es ist mir gerade zu viel Battle Royale überall. Überall ist Battle Royale drin. Ja, das nervt mich auch ein bisschen. Jetzt gerade hier Elysium und Battle Royale-Modus bei Battlefield 5 und ach hier und da. Nee, das. Hast du Hunt von Crytek mal gespielt? Hunt Showdown. Ja. Danke, dass du das erwähnst. Für mich eines der absolut unterschätztesten Games vom letzten Jahr. Ja. Das hat so viel Potenzial. Verdammte Scheiße, muss ich jetzt mal so sagen, liebe Crytek-Leute. Pumpt da ein bisschen mehr Geld rein, bitte. Ja, ja. Das sind ja verschiedene Programmierer aus verschiedenen Ländern. Ja. Aber die Atmosphäre und zum Zugucken, vor allen Dingen auf Twitch, der Burner. Ja, ich finde das auch total großartig. Also ich kann dir verraten an dieser Stelle, dass sie genau das gerade tun. Jetzt hast du gerade Aussetzer, da hat Crytek sich gerade eingemischt. Ja, was kannst du mir verraten? Nee, habe ich ja schon gesagt. Nein! Nein, ich kann dir verraten, dass sie genau das gerade tun. Also Hunt ist das. Schon wieder ein Aussetzer genau da. Mensch, ich kann doch nichts dafür. Ich kann dir verraten, dass sie genau das gerade tun. Sie pumpen da Geld rein. Also Hunt ist das große Thema für Crytek. Yes. Ja. Also Hunt könnte, wenn sie da richtig weitermachen, es hat noch viele Bugs, es ist ein bisschen buggy, es ist ein bisschen laggy ab und zu von den Framerate-Drops. Aber es hat so viel Potenzial von der Atmosphäre und von der Optik. Hammer. Ich habe das auch ein paar Mal gestreamt und dann hat meine Community gesagt, es ist denen leider zu spannend.
Ja, also ich habe halt, wie gesagt, sehr viele alte Leute hier und dann haben die Du hast jetzt schon gesagt, wieder ein bisschen mehr Aussetzer. Irgendwas stimmt da nicht schon wieder. ja, also ich. Wenn du näher rangehst, geht's. Schalt mal die Mal, Nierencharakteristik um. ja, ich schalte mal die Nieren weg, ja. Niere ist nämlich, Niere ist eigentlich nur für den Nahbereich zuständig. Ich mach mal einen Kreis. Was ist denn ein Kreis? Ich habe Kreis ist jetzt mal besser, Kreis aber gemacht. jetzt Kreis nimmt das habe ich. Mikrofon, also Ja. entschuldige, wenn ich hier so an meinem Bildschirm rumfummle, Ja. weil ich gerade dein Mikro hier sehe. Jetzt nimmt das Mikrofon auch von unten auf, also von den Seiten. Bei Niere nur Ja. vorne wie eine Niere, die du dir aufgesetzt vorstellst. Okay. Jetzt auch, jetzt nimmst du es mehr räumlich. So ist es jetzt. Weißt du, jetzt ist Genau. so. Jetzt ist so, Leute, so. Besser. Ja. Besser. Und aber das ist hier, mein Chat sagt auch, die Aussetzer sind nur bei dir. Das ist tatsächlich Discord. Discord denkt sich irgendwas, was auch immer die sich denken. Die Ja. Aussetzer sind nur bei mir, schreibt hier erstmal ein Klarmitglied. Na klar. Nee, wahrscheinlich. Ja. So, ja, und deswegen, nein, ich habe Hand auch gespielt und ich habe mir, als ich das erste Mal gespielt habe, ungelogen, ich musste so oft zur Toilette, weil ich so aufgeregt war. Ich fand das so unfassbar spannend. Ich bin hier Es echt ist auch. gestorben an meinem Rechner. Aber Die es war so spannend, scheiß Songs, ey. Das ist auch Boah. noch so ein Soundproblem, weil manchmal hörst du einen Gegner, da sind die Schritte von deinem zu laut, dann musst du ihm sagen, beweg dich nicht, dann hörst du da wieder Ketten rasseln, da heulen Hunde auf, ach, das ist total geil. Ja, ich find's super. Ich find's super. Und ich habe tatsächlich richtig auf den Sack gekriegt in dem Spiel. Richtig, weil Ja, das ist ja kriegt auch jeder. Also ein Schuss und du bist ja eigentlich tot. Also, ich meine, die Chance, dass du da den zweiten erlebst, ist ja eher gering, ne? Oh. Aber die Waffen auch, ich meine, so eine Handgranate mit Stacheldraht drumherum und so eine Sachen, es ist natürlich, Ja, so weit bin ich es gar nicht ist. gekommen. Ich habe immer diese Standardwaffen genommen und gekauft und dann war mein Geld weg und dann habe ich die kostenlose Waffe gehabt. Ja, das war so bei mir. Das ist natürlich, ja, du musst auch mal mit dem Jäger durchkommen, damit du da dann halt ein bisschen mehr Habe ich nie hast. geschafft. Ich habe aber des Öfteren mit jemandem zusammengespielt, der dann, nachdem ich tot war, es geschafft hat. So. Ja, Komisch. das ist, nee, es ist einfach, ich bin halt Opfer. Ne? Jetzt sagt mir jemand hier gerade im Chat, ja Ja. wirklich, ist nur bei dir, Martin, höre alles von ihm. Jetzt gucke ich mal bei dir. Aber meine Ausgabelautstärke ist Nee, alles ich gut. glaube tatsächlich, dass das ein Discord-Problem ist. Wir haben das Also auch. bei uns direkt, was nicht über Twitch geht, meinst du denn? Ja, genau. Das kann sein, ja. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel aus OBS, Discord und zwei Mikrofone, und ich meine, wir sind ja jetzt auch keine Podcaster. Es ist ja nicht so, dass wir uns immer komplett ausreden lassen, sondern du hast eine Idee, ich habe eine Idee und dann reagieren die Mikrofone direkt. Da ist irgend so eine fiese Einstellung, Push to Talk oder was auch immer. In Discord dran schuld, ich wette. Ich wette. Apropos Mikrofon, sag mal, du hast ja, arbeitest du immer noch als Radiomoderator? Oder hast du das? Nee. Nee, aber das war ja auch mal so ein War. Kapitel, was dann spektakulär geendet ist, weil du dich zu ein, zwei politisch durchaus hinterfragungswürdigen Aussagen hast hinreißen lassen. Nein, nein, das war, also hätte ich es Ja, heute zumindest gesagt, wurde so wahrscheinlich zur heutigen dargestellt. Zeit hätte ich keine Sau mehr aufgeregt, ja. Ja. Das war damals halt, ich wollte schon immer Moderator werden, auch mit der Stimme, mache ja auch ein bisschen Synchronsprechen bei Zeichentricksachen, Hörspiele und so weiter. Und war dann 5 Jahre bei Star FM. Jetzt mit einer eigenen Sendung, mit einer Abendsendung. Da habe ich mir das Format aus den USA abgeschaut. Und zwar habe ich meine Gäste betrunken gemacht. Und Okay. das Schöne ist, ja, da kam jetzt Das mal ist das ja wie beste bei mir Beispiel. hier. Das Nur, dass hier beste der Beispiel Moderator ist. betrunken ist. Ja, stimmt. Wir haben den Dry January. Das Gute ist, dass ich Evil Jared, guter Kumpel, habe ich dann geholt. Gab es zwei Polen Jägermeister, die er natürlich Ja. mitgebracht hat, in anderthalb Ach, Stunden oder du 2 Stunden ahnst es Sendung. nicht, ja. Und das Schöne ist aber, dass die Leute, also meine Gäste, meistens Prominente oder auch eine Pornodarstellerin, Mama da, alles Mögliche, die sind dann halt schon ein bisschen anders zu mir, weil ich ja auch selber bekannt war. Und wenn man dann betrunken ist, dann sitzt die Zunge sowieso ein bisschen lockerer. Ne? Ja, Ja, und dann haben die mich in die Morningshow geholt, hat auch Spaß gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, so, boah, auf Dauer, nicht wegen dem Aufstehen, sondern ich bin halt ein Mensch, ich sage gerne offen meine Meinung. Manchmal ist die Zunge zu schnell, da kommen wir gleich zu. Aber jeden Tag kam irgendwie der Geschäftsführer rein, gefühlt jeden Tag. Martin, das darfst du nicht sagen. Nein, das ist, du musst aufpassen. Wenn ich zum Beispiel mal, Mensch, was macht die Merkel denn da wieder für einen Scheiß? Ja, nur so, wir waren ja ein Rocksender. Das darfst du nicht sagen, Martin, weil natürlich jeder Radiosender Angst um seine Sendelizenz hat, die man in Deutschland alle 5 Jahre neu beantragen muss. Jeder Sender.
Und da spielen dann viele Institutionen dabei eine Rolle. Und deswegen, das gibt dann auch vom Alliiertengesetz. Deswegen sendet ja auch kein Sender in Deutschland auf der gleichen Frequenz in einem anderen Bundesland. Ja. Die Frequenzen sind ja immer anders, ne? Wegen Propaganda. Aber egal. Und dann kam diese beschissene Hogesa-Demo in Köln. Ja. Was war denn das nochmal? Wofür steht denn Hogesa? Das waren Hooligans gegen Salafisten. Ach du Scheiße, ich erinnere mich. Jo. Ja. Das wusste ich aber nicht. Und ich habe das so aus dem Augenwinkel mitbekommen, da ist eine Demo in Köln gegen Salafisten. Und ich so, meinen jugendlichen, überschwänglichen Leichtsinn, habe dann auf Facebook geschrieben, genau diesen Satz, wie ich ihn jetzt zitiere. Ja. Endlich gehen die Deutschen auf die Straße gegen die Salafisten. Hab mir nichts weiter dabei gedacht. Ja. Dann habe ich eine Stunde weiter bei Facebook reingeguckt. Oh, 1000 Kommentare. Was ist da los? Ja, Nazi, Martin, weißt du nicht, dass eine Hooligan-Demo ist, wo Rechte sind? Da habe ich mich sofort distanziert von. Da habe ich mir erstmal schlau gemacht. Da war ein bisschen eigene Schuld. Und am nächsten Morgen gucke ich so Fernsehen. Also wir haben in unserem Redaktionsräumen, in unserem Studio auch immer N24 damals, was heute Welt ist, laufen lassen. Da kam mir mein Gesicht. Ich mach mal lauter, was ist da los? Martin Kisitschi, Nazi-Vorwürfe, web.de. Überall im Internet viral. Ja. Nazi, warum? Was ist da los? Da kam eine Geschäftsführerin. Ach du Scheiße, gleich erstmal beurlauben. Das war der größte Fehler, den er gemacht hat. Weil eigentlich hätten sie hinter mir stehen müssen. Haben sie auch alle, nur der Geschäftsführer nicht. Aber egal. Ja, und dann habe ich mit der Bild mich probiert, die stand auf meiner Seite, mich nochmal im Nachhinein zu rechtfertigen. Aber es gibt gewisse Mächte im Internet, möchte ich jetzt nicht genau sagen. Ich weiß auch, aus welcher Ecke das kam, dieser Shitstorm. Das war auch jemand, den ich kenne. Die sitzen da 24 Stunden davor und kommentieren jeden Kommentar. Und das, du weißt, das Negative fällt mehr auf als das Positive. Das ist leider so. Und ja, dementsprechend haben wir uns dann geeinigt, nö, du hast keinen Bock mehr. Ja. Auch, nö, ich habe auch keinen Bock mehr. Und dann war ich meinen Job los. Ja, ja, ja. Aufgrund von einem Shitstorm, da bin ich das erste Mal auch damit in Berührung. Wann war das? Quatsch. Das war 2015, 15 bist du dem. Ja, echt erst 3 Jahre her? Kommt mir länger vor. Ich hätte jetzt gedacht so 13 oder sowas. 2013? Ja. Schauen wir mal, bei Google steht ja alles drin. Ja. 30.10.2014, Martin Kisitschi stellt sich den Nazi-Vorwürfen. Schon das Wort damit mit mir in Verbindung zu bringen, ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Naja, aber das, du bist natürlich auch gnadenlos in diese Populismusfalle reingerauscht. Ne? Das gibt ja, ich meine, heute kann man sich das ja ganz hervorragend angucken, so ein Mechanismus, wird ja jetzt von der AfD gerade hoffähig gemacht. Ne, das wird man ja wohl doch nochmal sagen dürfen. Das ist ja immer so, ne, das, was da, was heute. Ja, die Diskussionskultur, wie mein Vater sagte, der war CDU-Mitglied, sagte noch zum Schluss so, die Diskussionskultur, diese Stammtischreden, sich streiten, andere Meinung haben, gibt's nicht mehr. Der eine will hier immer die andere Meinung aufzwingen. Das ist halt schade. Ja, ja. Ja, es gibt ja so mehrere Diskurse, gerade auch in den Medien, wenn du jetzt den Sascha Lobo dir anguckst oder sowas, ne, die alle jetzt langsam aber sicher in die Richtung gehen, dass sie sagen, wir müssen mal wieder lernen, richtig miteinander zu streiten. So, zu sprechen, also, ja. Nicht nur runter machen, sondern auch sprechen. Zu diskutieren und, und. Aber das ist natürlich das Problem, wenn jemand, der ja eine Reichweite hat wie du und auch prominent ist wie du, so einen Satz rausballert, da ist halt nur dieser eine Satz im Raum, ne? Und keine Erklärung. Jetzt kann ich drüber lachen, weil, hallo, ich weiß ja, wie ich denke und wer ich bin. Aber, und ich habe ja von meinem Vater diese CDU leicht konservative abbekommen, ja, gebe ich ja auch zu. Aber, das ist ja, hat ja nichts mehr heutzutage mit Rechts oder Nazi zu tun. Aber das ist ja eine andere Diskussion. Da können wir uns ja stundenlang drüber unterhalten. Nee, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich bin ja kein Politikstream hier. Aber, nee. Das ist natürlich schon so ein Ding, dass man heutzutage wahnsinnig aufpassen muss. Ne? Beziehungsweise, wenn du so etwas irgendwo plakativ hinballerst, dann musst du auch die nächsten 24 Stunden so präsent sein, dass du das kanalisieren kannst, damit die Leute verstehen, was wolltest du genau damit sagen. Ne? Und damals, wollte ich ja auch, habe ich auch gemacht. Aber es war total, ich meine, Bild-Zeitung, hallo Jans Groß, durfte mich rechtfertigen. Ja, das war schon zu spät. Das war schon zu spät. Das ist ja. Das war 24 Stunden später, ja. Das gestern oder vorgestern ging doch einmal dieses Video viral von dem indogenen, ich würde mal sagen Indianer, ja, der in Washington da bei so einem Marsch der Kulturen oder was auch immer da stand und auf seiner Trommel getrommelt hat und vor sich hatte der katholische Jugend mit so Trump-Mützen
auf den Kopf, die sich über ihn lustig gemacht haben. Ja? Ach du Scheiße. Und dann sich dabei gefilmt haben, wie sie sich über ihn lustig gemacht haben. Das ist ein riesen Sturm der Entrüstung im Netz unterwegs gewesen. Und gestern lese ich einen Artikel auf spiegel.de, wo die halt sagen, Moment, das stimmt so nicht ganz. Ja? Und natürlich habe ich, als ich die ersten Postings darüber gesehen habe, habe auch ich gedacht, ey, was sind das für Arschlöcher? Ja, die Trump-Gegner, wie können die sich da so hinstellen und der arme Indianer, ja, und oh, die Welt ist so ungerecht. Und ich weiß gar nicht, ob ich auf Gefällt mir geklickt habe oder nicht, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber ich hätte eigentlich, weil das ist ja wohl eine Frechheit, ja, so mit jemandem umzugehen. Heute liest du dann die Hintergrundgeschichte und ja. Die sagen jetzt, die Jungs, nee, wir haben uns vor denen gestellt, um eigentlich so einen Schutzwall zwischen ihm und einer anderen Gruppierung zu machen. Und ich habe ihn angegrinst, damit er sieht, dass ich nicht so aggressiv bin wie die da hinten. Ja, also, und das ist eine. Ja, das ist heutzutage. Es ist krass. Es ist echt krass. Um es mal kurz abzuschließen, das wird so viel aus dem Kontext gerissen. Ich habe ja ein Login zu dpa gehabt als Redakteur. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn man denn mal sieht, weil die dpa, um es für die Leute mal im Chat zu erklären, sind die als allererstes, so wie auch Reuters, sind die als erstes die Nachrichten aus dem Portal raushauen in einem Artikel. Mhm. Und alle anderen Medien, ob Radio oder Fernsehen, ziehen sich davon gewisse Teile raus. Und dann sind die meistens schon aus dem Kontext gerissen. Wenn man sie bei der dpa nachliest, sind die gar nicht mehr so schlimm, jo. Weil die schreibt es ja komplett. Ne? Und hier schreibt gerade so schön jemand im Chat, der Black Coffee Rider. Mhm. Ja, aber ich fürchte, diese Schmerzfreiheit ist auch ein bisschen das Problem. Ne? Das ist es auch. Also ich bin absolut schmerzfrei geworden. Man muss dickes Fell entwickeln. Man muss über Shitstorms oder auch böse Kommentare muss man drüber lesen können. Meistens bedanke ich mich noch dafür. Dann schreiben die sowieso nichts mehr. Man muss heutzutage mit den Medien umgehen können. Anderes Beispiel auf der Gamescom, ganz kurz. Da war ein junges Mädel, die hat für IGN gearbeitet, hat ihren ersten Bericht gemacht. Für die habe ich auch mal gearbeitet da. Hat den ersten Bericht ins Internet gestellt, war 18, das Mädel, total nett, überhaupt ein Game, was, wie ist der Teufel? Mhm. Und dann kommt die an und weint. Ich, was ist los? So, die machen mich nur, ich habe nur Hater-Kommentare unter meinem Ding, so wie, du bist hässlich, du kannst nicht moderieren und so. Und da ist mir bewusst geworden, was das für eine Macht hat auf die Jugend heutzutage. Das ist schon echt krass. Mhm. Das ist krass. Ja, das Selbstbewusstsein, ne, zu kriegen. Aber das ist natürlich, geht natürlich auch ein Stück weit mit der Verantwortung einher, die Leute wie du, ich oder die richtig großen Streamer oder so alle haben. Ne? Da habe ich mich mal lange mit, sage ich jetzt auch den Namen nicht, mit einem der ganz Großen drüber unterhalten und habe gefragt, warum gehst du so selten politisch raus? Also ich meine, du kannst auch hingehen. Ich mache auch nicht, gar nicht. Und kannst auch für eine linksliberale Position eintreten oder für... Das kannst du machen. Ne? So, nee, das kannst du ja auch nicht machen. Das kannst du ja auch nicht machen. Stimmt. Weil dann das kommen die ganzen Trolls und springen ja auch auf dich. Ne? Diese beschissene Anonymität im Internet erlaubt Leuten ja, Scheiße zu schreiben, so viel sie wollen. Ne? Also ich habe mich gerade damals, als es darum ging, ob der Trump gewählt wird oder nicht, habe ich mich auch voll bei Twitter über den ausgelassen. Aber du hast ja gar keine Chance. Aus, ja. Du hast ja gar keine Chance. Guck dir mal Xavier Naidoo an. Ja? Ich meine, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat und wie. Und man kann auch Texte anders lesen oder nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Man kann, wenn man will, selbst bei den toten Hosen in den Texten was Rechtes sehen. Mhm. Wenn ich es will, sehe ich es einfach. Mhm. Das war damals, bei mir ging es ja dann auch los. Vielleicht kannst du dich an die Geschichte erinnern. Ich habe mich beim Echo für Freiwild eingesetzt. Ja. Für die Band, die damals als rechtsextrem galt, sind sie aber nicht, totaler Quatsch. Das ist eine Südtiroler Band, die über ihr Land geschrieben haben, wegen Italien und so, weißt du. Aber das war nicht. Und da hat mich die Bild zitiert und dann ging es ja auch los. Oh, Martin, Mike, du, wenn die Kasselruther Spatzen, wenn Nena, wenn die alle mit den Jungs spielen und ich kenne die auch persönlich, auch die Familie, dann ist da nichts recht. Und wenn ich das sage, ist das so, dann sollen die toten Hosen und die Ärzte verließ die Eier in der Hose haben, nicht den Echo abzusagen, nur weil die Band da ist. Es geht ja nur um Verkäufe. Ja. Ja, ich meine, es ist schon richtig, finde ich, dass bei den beiden Rappern letztes Jahr, aber da siehst du mal, wie wenig ich in dem Thema drin bin, ne? Das ist ja mehr deine Welt. Das fand ich viel, viel schlimmer mit den Rappern, ja. Genau, definitiv. Da finde ich schon richtig, dass man auf die Barrikaden geht und sagt, sag mal Leute, habt ihr jeden Geschmackssensor in eurem Verstand weggesoffen? Das macht man einfach nicht. Es gibt geschmackliche Grenzen. Es gibt natürlich auch politische Grenzen und das Schwierige ist, dass sich
Leute heutzutage gerne national instrumentalisieren lassen. Ja, weil sie das Gefühl haben, sie sind ja gar nicht rechts, aber sie lassen sich zu Aussagen hinreißen wie, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, so oder sowas. Ja, das sagt man dann. Und dann, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Ja, da wird man ja noch mal sagen dürfen, aber wenn du mal genau, wenn du mal genau hinguckst, ist die Aussage als solche, ist halt haltlos, weil worauf bist du da stolz? Du kannst eigentlich nur stolz auf eine Leistung sein, die du selber erbracht hast. Du kannst stolz darauf sein, wenn dein bester Freund, dein Sohn, deine Frau, was auch immer, also Leute in deinem direkten Umfeld irgendwas Besonderes gemacht haben. Aber du kannst ja nicht stolz auf einen Zustand sein, für den du null Verantwortung hast. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin stolz darauf, dass andere Leute so tolle Autos machen oder so. Also es ist so ein, mir fehlt jetzt gerade so, so ein bisschen die Ruhe, richtig tief in die Argumentation einzusteigen. Ne? Aber also ich sage dann immer nur, dass, also nur ganz kurz, in jedem Land, und ich war in vielen Ländern der Welt, die Menschen treffen ja überall die gleichen Aussagen, weißt du? Und deswegen, also ich kann dir nur abschließend kurz sagen, als bekannter Mensch traut man sich nicht mehr irgendwas zu sagen. Ich halte mich sowieso aus Politik raus. Ich spiele nicht für die, ich spiele nicht für die, ich spiele nicht für die. Kann mir auch nichts passieren. Sozusagen kann man auch sagen, okay, Martin, wirst du mundtot gemacht? Mach doch mal Maul auf. Nein, ich will Musik machen. Ja. Punkt aus. Ja, also es ist so, ich finde, damit schließe ich das dann auch von meiner Seite aus ab, aber ich finde, wir haben halt eine Verpflichtung dafür zu sorgen, dass Menschen in erster Linie miteinander klarkommen. So. Und man sollte gucken, dass man die Energie, die man politisch aufbringt, vor allen Dingen an den Stellen aufbringt, die dafür sorgen, dass Menschen gut miteinander klarkommen. Und da gibt es so viele verschiedene Baustellen in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was ich mal von einem älteren Herrn gelernt habe vor 20 Jahren. In dem Moment, in dem du Einfluss gewinnst, hast du der Gesellschaft gegenüber die Verantwortung dafür zu sorgen, dass das eine tolerantere, eine echte, harmonische Gesellschaft wird. So, ja, kann man als Einzelner nicht. Ne? Aber wenn ich mir dann so einen Frank Zander angucke, der einmal im Jahr da irgendwie 5000 Obdachlose oder arme Leute in Berlin durchfüttert, ja, oder Spendenaktionen, die Leute machen, ob das Friendly Fire ist oder was auch immer, oder eben den Mund aufmachen, wenn es irgendwo soziale Ungerechtigkeit gibt. Das sind so Dinge, die gehen damit einher, dass man durch Öffentlichkeit seinen Lebensunterhalt verdient. Ne, das ist so eine Verpflichtung. Das ist auch so eine Sache bei Franz Zander, das war ja letztens wieder, und mittlerweile drängen sich ja die Promis. Er kriegt da tausende Anfragen, Hauptsache gesehen werden, und das finde ich geschmacklos bei so einer Veranstaltung. Meine erste AIDS-Gala, auf der ich eingeladen war, und ich werde auf vielen solchen Galen eingeladen. Galen? Ist das die Mehrzahl von Galas? Keine Ahnung. Galen. Wir nennen es jetzt Galen. Galasse. Also ja, auf Galasse. Galanten. Auf Galas. Ich würde sagen, du bist auf viele Galas eingeladen worden. Ja. Richtig. Jedenfalls war ich da und bin nach einer Stunde wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, wie geschmacklos das ist. Die feiern sich hier Riesenprunk, Essen, Silber und so. Die ganze Scheiße, 100.000 Euro, die Kacke hier gekostet hat. Entschuldige jetzt meine Ausdrucksweise. Und spendet doch darin. Und mach doch einfach nur ein Treffen und Meeting. Weiß ich nicht, was da muss man doch nicht so pompös machen. Ja, habe ich nie verstanden. Ja, ja, das ist, ich habe selber solche Galas früher ja organisiert. Und es ist so, dass den Leuten, denen das Geld vermeintlich locker sitzt, in so einem Umfeld es leichter fällt zu spenden, weil sie immer eine Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Ja, es gab hier in Köln zum Beispiel eine Gala, die nannte sich der Gummimäuseball, der Jummimüsball und Jummimüs. Und da sind, weiß ich nicht, 2000 Leute da gewesen, die sich einmal im Jahr, glaube ich, in so einer Abendgarderobe gezwängt haben und irgendwie gedacht haben, an so einem Abend, jetzt zeigen wir aber mal, jetzt haben wir mal hier 200 Euro am Tisch und jeder sieht das und jetzt guck mal, ne? Und die haben damit aber mit dieser Gala 250, 300.000 Euro im Jahr eingesammelt. Für gute Zwecke in Köln. Und wenn das der Weg ist, um das so zu tun, dann ist das so. Und die Leute hätten niemals das Geld woanders so ausgegeben. Ist so, ja. Weil sie einfach nicht damit hätten angeben können. Leider funktioniert ein Teil der Menschen so. Ich spende im Jahr, ich habe leider jetzt meine Steuern vorbereitet, ich spende im Jahr irgendwie 2.500, 3.000 Euro für gute Zwecke. Respekt. Irgendwo.
Viel auch auf monatlicher Basis, einfach weil ich es für wichtig halte, das zu tun. Und habe da gar nichts von. Ich habe null Öffentlichkeit. Hast du nicht mir die berühmte Spendenquittung, weswegen sie auch viele machen, um uns von der Steuer abzusetzen? Um Gottes Willen, das war Nee, habe ich tatsächlich nur zum Teil. Bei Ärzte ohne Grenzen und so ein Zeug, ne, da kriegst du dann einfach automatisch was zugeschickt. Ich habe auch bei Friendly Fire was gespendet und bei noch so ein paar anderen Formaten. Aber ich mache das nicht, um irgendwie Steuern zu sparen, sondern ich mache das einfach, weil ich... Ja, das ist ja trotzdem, du hast ja recht, ne? Für Unternehmen zum Beispiel. Es gibt einige Unternehmen, die hauen da richtig rein, ja, und das ist auch auf die Steuer. So, und ich spende doch lieber für einen guten Zweck als für eine Partei. Und ich mache es zum Beispiel so, ich spiele auf Charity-Veranstaltungen und nehme keine Gage. Ja. Weißt du, ich frage dann, okay, komm hin, weil dann natürlich auch wieder andere noch kommen. Und dann ist auch gut. Das mache ich auch nur ein, zweimal im Jahr, weil wenn du das öfters machst, wollen sie alle nur noch Charity. Das ist natürlich, dann kann ich auch Hartz IV beantragen. Ja, ja, das muss ich natürlich in der Waage halten. Pass auf, wir haben ja hier noch einen Gesangswunsch. Ja, der Chat möchte doch deine engelsgleichen Stimmlappen nochmal aneinander schlagen hören. War das jetzt richtig? Nee, Stimmlippen. Du hast Stimmlippen, Lippen. Ich habe die Stimmlappen. Das weibliche Geschlechtsorgan im Hals, ja, Stefan. Genau. Die will der Chat ja noch hören. Und du hattest mir mal gesagt, du hättest nur so bis Pi mal Daumen 9:30 Zeit, weißt du? Und rum. Wir können noch ein bisschen, also rum. So. Ne, weil wir jetzt 7 Minuten vor 9:30 sind und ich will dir ja nicht... Warte mal, ich bin ja nicht so, wenn wir schon von She's Like the Wind geredet haben, ja, dann kann ich ja mal die erste Strophe machen, ne? Ja, gerne. Oh, so selten. Ich muss dazu mal das Mikro ein bisschen höher nehmen. Ja. Ladies and Gentlemen, the great MK. Hier auf Antenne der Reichardt.de mit dem Song She's Like the Wind. Ich mache die Hebefigur im Hintergrund. Ich bin nicht warm. Nee, ich auch nicht. Man kann sich auch warm sehen. Ach so, ja? Das meinst du. Ja, ich mach eine Hebefigur im richtigen Moment. Ja, der kommt dann nachher gleich bei dem Dings. Ich mache dann mit dir mit. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wann das kommt, aber ich mache einfach. Ja. She's like the wind through my trees. She rides a night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun. She's taken my heart. She doesn't know what she's done. I feel her breath on my face. Her body close to me. Can't look in her eyes. She's all that I need. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Oh, ist das schön. Mensch, du kannst aber richtig gut singen. Du solltest mal was mit Musik machen. Ich sollte mal zu einer Castingshow gehen, oder? Ja, mach mal. Das fand ich richtig gut. So, Applaus hier, lieber Chat. Applaudiert mal bitte. Oh, guck mal, jetzt machen sie erst das Feuerzeug an. Da, ja. Ach, Gott, die Lumen. Dankeschön. Ja. Stefan mitsingen, aber keine Faxen. Ja, Stefan mitsingen, aber keine Faxen, ja. Wir können, was ich ja, darf ich noch eins sagen zu Gamescom, weil du jetzt halt gerade aktiv bist? Sicher. Was mich tierisch, und das hörst du bestimmt nicht zum ersten Mal, letztes Jahr, weißt du, was mich da angekotzt hat? Die zu viel. Zu viele Leute oder zu viel Programm? Zu viele Leute. Ah ja. Zu viele Leute. Mhm. Weil ich hab die Kinder gesehen. Black Coffee Rider hat 64 Bits gespendet. Ey, was ist das für eine geile Spende? 64 Bit, das finde ich ist eine oh. 64 ist die beste Zahl. Ja, ist super. Nächste Mal 128, ne? Hey, dankeschön. Ach, guck mal hier, Svenner sagt göttlich, Klatsch, Applaus, ach, Applaus. Das war jetzt nichts Besonderes. Wuhu. Also, ja. Siehst du, hast schon mal so eine Party in deinem Chat, ja, das geht da langsam los ist, hier. Ist gut. Ne, Hätte ich jetzt auch noch Bier getrunken, wir können es ja noch mal wiederholen im Sommer, wenn ich ein bisschen angeklatscht bin, dann wird es noch mehr. Ja, wir können das gerne öfter machen. Also ich habe sehr viel Spaß mit dir zu reden, sowieso immer, auch wenn wir uns ja so... Das macht Spaß, treffen. Das können wir mal wieder machen. Deswegen definitiv. Aber du meintest zu voll. Zu voll? Gamescom, ja. Und zwar habe ich war auf der großen Auris-Bühne, war auch mit ziemlich groß, habe da mitmoderiert und die Leute angemacht und bin dann mal selber so durch von Halle, wo waren wir? 8:1, glaube ich, oder 8 irgendwo zu Halle, was war das? 9 oder 10 hier zu Wargaming und allem. Mhm. Und da ist mir aufgefallen,
Die kleinen Kinder, die sehen gar nichts mehr. Die kommen nirgendwo mehr ran. Hm. Weil das ist, also ich hab's gemerkt. Jeder hat so seinen Selfie-Stick in der Hand, den hast du fast im Auge. Die Kinder sind durchgelaufen und da hab ich mir überlegt, warum laufe ich nicht am ersten Tag mit einer 360-Grad-Kamera einmal alle Hallen ab durch die Gänge und stelle das online? Ja. Weißt du, die kommen nirgendwo mehr ran. Also ich fand die irgendwie, es gab diesmal auch ein bisschen Ganz Chaos so. Mit der Security, dass ja, sie die ja. Leute um die Hallen so rumgeschickt haben, ne? Und das ist aber sollte nochmal ein bisschen bearbeitet werden. Nicht diesmal, sondern das ist tatsächlich aufgrund der Bauweise der Wege. Also wenn du unten in der in dem Boulevard die bist, Business. Ja, ne, du kommst ja, ja quasi ja. diese Rolltreppe so, runter im Boulevard. Und dann gehen vom ja. Boulevard ja rechts und links die Eingänge zur Halle 6, 8 und so weiter ab. Ne? Oh. Und wenn sich da drei hübsche, gut anzusehende Cosplayer hinstellen, dann kommt ein bekannter Let's Player YouTuber um die Ecke. Ja, dann kommt Bushido um die Ecke zu Twitch. Ja, ich ja. weiß. Und plötzlich stehen die einfach. Und von oben schieben die Leute die Rolltreppe runter. Dann hast du oben Security-Leute stehen, die sofort Absperrbänder reinziehen müssen. Weil sonst die von oben, die sehen das ja nicht. Ja, die schieben einfach die Leute unten Ach so, ineinander. Ja, 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 okay. Und dann werden die außenrum geleitet. Ne? Und dann gibt es da so mehrere Security-Masterminds, die das einfach so lange aufrechterhalten, bis der Stau unten verschwunden ist. Und das Interessante ist, dass dieser Stau in dem Boulevard ja gar nicht durch die Stände in den Hallen passiert, sondern einfach durch die Dynamik von 500, 600 Leuten, die da irgendwas Interessantes sehen und stehen bleiben. Wenn die sich bewegen würden, ja. hat alles kein Thema. Da hast du recht, hast du recht. Aber was mir aufgefallen ist, stimmt auch, wenn eine Halle zu voll wird, dann machen sie ja von den Höfen her die wieder zu, dass die Leute von den Höfen nicht in die Halle kommen von der Seite, sondern wieder rumgehen müssen. Genau. Da haben sich viele aufgeregt und dann ist mir dann mal klar geworden, wo ich dann selber reingegangen bin von der Seite als Aussteller. Ich habe einen Ausstellerausweis. rein und hab dann gemerkt, stimmt, wenn die von allen Seiten kommen, ist absolutes Chaos, wohin die Leute in welchem Gang, in welche Richtung gehen sollen oder müssen. Und dann entsteht dieses Geschiebe. Das ist schon nicht einfach, aber ich würde bitte nicht noch mehr Karten verkaufen. Ja, ich habe ja mit dem B2C-Bereich tatsächlich nichts zu tun bei der Gamescom, sondern ich kümmere mich halt um diesen Developer-Bereich, ne? Also alles, was mit Spieleentwicklern zu tun hat und deswegen die DevCom so als zentrales Event direkt vor der Gamescom haben. Aber ich garantiere euch, das ist allen Leuten da bewusst. Also sowohl die Köln-Messe will natürlich, dass die Leute auch eine geile Zeit auf der Messe haben und nicht nach Hause laufen und super frustriert sind, als auch alle großen Aussteller, die da richtig Geld hinlegen, als auch die Verbände, die dahinter stehen, beziehungsweise der Verband. Ja, die arbeiten alle daran, dass die Leute wirklich eine gute Zeit haben. Aber das ist verdammt schwer. Das ist verdammt schwer. Und ja, glaube ich. Ich wollte es nur mal anmerken. Nee, also du hast ja recht. Es ist ja halt auch allen bewusst, ne? Also du kannst, wie viel hat man jetzt? 375.000, 380.000? Wieso in dem Dreh, ja. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ja irre. Ist irre. Und trotzdem hast du halt wahnsinnig viele super enttäuschte Leute, die halt sagen, scheiße, ich habe keine Karte gekriegt. Die letzten Jahre durfte ich immer, jetzt darf ich nicht, ich habe mir schon extra Urlaub genommen und so ein Zeug, ne? Ich hoffe, dass es irgendwann nicht wieder diese Verschiebung auf Samstag und Sonntag gibt, dass wir wegkommen von dem Dienstag. Ja, wir haben ja den Sonntag diesmal nicht gehabt. Ja, die letzten 2 Jahre, glaube ich schon. Nicht. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ja, sagen... Also für uns arbeitendes Volk genau, ist das Genau. Das sagen halt, das ist ja auch das Hauptargument, ne, der Aussteller und allen, die halt sagen, ey, mein ganzes Team hat dann wenigstens einen Ruhetag. Ja, ey, muss ich nicht total aufreiben, aber wenn ich mir die... Also für Leute, die da nicht sind, man muss es ja auch mal erklären, es ist wirklich, es ist so schön, wie es ist und wie dankbar ich immer bin, dabei zu sein, so anstrengend, ist das Anstrengendste, was ich jedes Jahr machen darf. Hm. Es ist das Wacken für Kinder noch mal ein bisschen schlimmer. Ja. Das ist wirklich so. Ja, ich gucke da immer mit unterschiedlicher Brille drauf. Ne? Wenn ich mir meine Profibrille aufsetze, sage ich, nö, ist schon noch. Ne? So hat man halt den Sonntag, um runterzukommen und alles ist ein bisschen günstiger natürlich auch. Darf man auch nicht vergessen, ja. Also keine Sonntagszuschläge. Ja. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite dann den entspannten Sonntag in Erinnerung rufe, den man als Besucher die Jahre vorher hatte, weil das der Sonntag war auch, immer irgendwie ganz cool. So, ne? Wir hatten noch immer so ein Ritual mit Jo, wir haben uns immer, also auch hier der Tom, den kennst du ja auch, ne? Ja, Putzki. Ja, Putzki. Und dann haben wir uns immer, wir hatten immer so ein Ritual sonntags,
haben uns zu dritt nachmittags getroffen auf der Messe, weil keiner mehr was zu tun hatte, großartig, ja. Und haben da unser Feierabendbier getrunken. Ja, genau. Ganz relaxed. Genau. Das war schon geil. Der Sonntag war irgendwie der relaxte Tag. Ne? Alle wollten am Samstag dahin, das ist ja jetzt immer noch so. Und am Samstag kannst du nicht relaxed irgendwo ein Feierabendbier trinken. Das Ganze total. Nee, das geht nicht. Ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Das sind ja Entscheidungen, die treffen andere. So. Ich freue mich aber jedenfalls wieder. Es wird schon Spaß. Ach ja, das wird ganz geil. Was sind denn deine Pläne für dieses Jahr? Du meinst es für die Gamescom? Nee, so generell. Guck mal, wir sind am 24. Da ist, gute Frage. Also ich will dieses Jahr, ich will nochmal angreifen musikalisch. Kommt auf jeden Fall eine EP raus, eine Single. YouTube, gucken wir mal. Ich denke mal so im Sommer. Weil man muss ja die Promotion mitnehmen. Im April kommt eine große ProSieben-Sendung, eine Abendsendung, Primetime, einmal in der Woche. Okay. Dann, darf ich euch leider auch nicht sagen, weißt du, kann ich dir privat sagen, kommt eventuell noch mal was auf RTL im Juli. Das sind so Fernsehsachen. Vielleicht noch mal auf Sat.1 was, weil ich bin ja so ein Verfechter für, man muss mit Depression noch mal in die Öffentlichkeit gehen, weil es immer noch so ein totgeschwiegenes Thema. Spannend, ja. Und da mache ich wahrscheinlich was, um mal so ein bisschen, es gibt ja auch die Enke-Stiftung von dem Torwart damals. Macht er seine Frau, und ich finde, dieses Thema muss einfach mal großgeschrieben werden, weil ich da drunter auch immer mal wieder leide. Man sagt ja gerade, kreative Menschen sind davon besonders betroffen. Das stimmt, weiß ich nicht, aber wir denken halt manchmal zu sehr nachkünstlerisch, vielleicht auch deswegen. Sensibel halt. Ich bin schon Sensibelchen, als Sänger muss man sensibel sein, sonst kann man die Gefühle nicht fühlen. Ich glaube, das ist das, was gute Künstler ausmacht, dass sie halt wahnsinnig sensibel sind. Sind auch viele. So. Viele sind, hat sich ja gerade leider letztes Jahr hier der Sänger von Linkin Park und mein Vorbild Chris Cornell von Soundgarden, sich ja beide erhangen, waren beide depressiv krank. Das hat mich natürlich auch, mit drei Kindern und einen Tag vorher ist er noch mit seiner Tochter auf der Bühne und am nächsten Tag erhängt er sich einfach. Ja. Das ist schon heftig. Und da bin ich gerade mit der Sat.1 am Reden, da darf ich auch machen, dass sie mich eventuell mal begleiten, wie ich mit so einer Depression umgehen kann, zu Ärzten und so weiter. Dass man das halt mal öffentlich macht. Weil die Leute lachen drüber, ich habe früher auch drüber gelacht. Aber wenn man es mal selber erlebt hat, ist es nicht schön. Ich habe selber zwei gute Freunde, die auch beide depressiv sind. Und beziehungsweise der eine war depressiv, der ist jetzt einfach ganz normal gestorben. Viel zu früh, aber halt sich nicht umgebracht. Und der konnte gar nichts. Wenn den die Depression im Griff hatte, der war noch nicht mal in der Lage, in die Küche zu gehen, sich einen Toast zu machen. Ja. Ne? Einfach du sitzt, du liegst, du hast so einen Stein auf der Brust, hier ist alles scheißegal. Bei mir merke ich es, wenn ich keine Lust mehr auf Singen habe oder so. Das sind gerade so im Winter, ist natürlich immer eine schwierige Zeit für mich auch, aber ich probiere jetzt, ich habe gelernt, so ein bisschen mal rauszugehen, frische Luft, Sonnenschalen, Strahlen, Sonnenschalen, ist auch nicht schlecht. Aber du merkst, ich bin eigentlich von Haus aus ein fröhlicher, lustiger Mensch, immer direkt. Und dann trifft es mich natürlich umso härter, wenn ich merke, so, ich habe keinen Bock auf den Reichert heute Abend. Nix gegen dich. Ja! Wer hat das schon? Guck mal, du denkst, nee, das ist meine Community hier, das sind alles meine Moderatoren. Das sind alles deine Patienten, ne? Das sind Patientenversammlung. Ja, super, ey. Ja, aber schöne Idee. Ich habe gesagt, Fernsehen ist da, das ist da, wie jeder Musiker, ein bisschen Probleme mit dem Finanzamt ab und zu, ist auch gerade geregelt. Aber weil als Künstler ist natürlich das Finanzamt immer hinterher. Allerdings. Ach, was hat er denn da? Und hat er da nochmal? Sie waren noch da im Fernsehen, wie viel haben sie denn da bekommen? Stimmt das denn auch, was sie angegeben haben? Und so. So ist ja, ein Traum. Ne? Aber ich kann seit 15 Jahren von leben. Hab einmal zwischendurch Hartz IV angemeldet. Ist auch überhaupt nicht schlimm, macht jeder Schauspieler, Sänger. Mal zwischendurch, wenn ich hier die Miete nicht bezahlen kann, dann ist wenigstens die Miete bezahlt. Ne? Und sobald dann wieder ein Auftritt da ist, dann bin ich auch wieder weg. Anekdote, Arbeitsamt. Geh hin, das erste Mal. Martin Kisitschi, was machen Sie denn hier? Was soll ich denn hier machen? Ich will Hartz IV beantragen. Ja. Dann schreibt sie, kann ich danach ein Autogramm haben? Das ist so total kranke, so die Szenerie, ja? Du bist denn da so als Künstler, als bekanntes Gesicht, jeder denkt, du bist Millionär. Natürlich Schwachsinn ist. Wenn man im Fernsehen ist, ist man kein Millionär. Ja. Und dann will die ein Autogramm von dir haben und ein Foto, ein Selfie. Also du weißt aber schon, ne, dass du einfach nur mit ein bisschen Energie deinen eigenen Twitch-Kanal machen müsstest, um dann live ein bisschen zu singen, zu komponieren. Das haben mir schon viele gesagt. Und deswegen will ich ja Couch-Kommando. Ich hänge mich da jetzt auch hinterher, dass ich zwei feste Tage finde, wo ich streamen kann. Ja, aber Couch-Kommando in allen Ehren, damit bist du halt
jemand, der das macht, was viele andere auch gut können, zocken, lustig sein beim Zocken, ne? Da bist du in harter Konkurrenz, aber wenn, ich meine, mach das trotzdem, weil es geil ist, ne? Das ist, macht ja großen Spaß, aber es gibt natürlich in Deutschland ganz wenige männliche Sänger bei Twitch, die halt auch mal ein bisschen komponieren und mal damit klarkommen, Sachen auszuprobieren. Guck dir mal den Kai Rosenkranz an, den kennst du vielleicht. Den kenne ich, den Kai, ne? Kenne ich, ja klar. Und der komponiert ja manchmal live, macht da seine Auftragsarbeiten für Computerspiele. Und der macht das natürlich hochprofessionell, weil der halt wirklich abliefern muss, die Musik für Spiele. Und wenn er damit durch ist, dann taucht er auch einfach mal ab, weil er sagt, ey Leute, das war jetzt hier, ne? Das war echt anstrengend, jetzt bin ich mal ein paar Wochen raus. Aber Bina Bianca macht das, ich weiß gar nicht, ob die... Bina macht das, genau, kenne ich auch, ja. Ja. Und sowas, das wird doch perfekt zu dir passen. Vor allen Dingen ist das eigentlich eine gute Idee, weil man könnte ja auch denn mal mit dem Handy aus dem Studio streamen. Ja, du kannst so alles Mögliche Laptop machen. Ne? Ja, klar. Ja. Das ist vom Setup echt easy und es macht den Leuten so viel Spaß. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten da draußen an den kreativen Prozessen teilhaben wollen. Das, weil das ist, was die so richtig kickt. Und so das richtig macht einer aus unserem Clan, der Wolle, der baut dieses Metal Earth. Kennst du das? So Metal, so Blechplatinen, daraus machst du dann Panzer oder Motorräder. Ach, und ja, ja. Macht der fünf Stunden. Weißt du, dann knickt der und macht der und knickt der und da gucken die Leute zu. Ja, und das ist gerade bei Musikern natürlich noch geiler. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Lesestream mache, dass ich dann im Nachhinein irgendwie höre, ich habe hier die ganze Zeit gearbeitet und das war echt super. Die gucken mir gar nicht zu. Die wollen einfach nur zuhören. Und davon gibt es halt Tausende da draußen. Ja? Und gerade wenn so ein bekanntes Gesicht wie du sagt, so, ich mache das jetzt und ich baue mir jetzt hier meine zweite Existenz auf, weil so ein Grundrauschen dadurch zu haben, ist ja auch für dich als Künstler total befreiend. Ja, also kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Ich würde das unbedingt machen. An deiner Stelle. Lass es mir durch den Kopf gehen. Und hat jetzt so, Heik zwar mal drüber nachgedacht, aber hab's wieder verworfen. Jetzt hast du es mir wieder zurückgeholt. Es würde mit Sicherheit funktionieren. Ja. Und wenn du da einfach nur ein, ey Leute, wünscht euch Songs und ich singe die mit euch, für euch. Ja, rausmachen. Also, da bin ich ja nicht so der Typ, weil ich nicht so der Cover-Musiker bin, aber. Nein, du kannst ja sehr genau vorgeben, was das für Songs sind. Ja, also. Ja, ja. Machst du irgendwelche Abende, wo du deine fünf Lieblingsbands zu Hause kann ich auch stricken? Das ist mein zweites Hobby. Stricken kann kannst du auch. Stricken kannst du auch. Das ist. Stricken kannst stricken. Komm, wir haben alle als Kinder die Strickliesel gehabt. Ja, kennst natürlich. Nein! Ja, sicher. Ich habe immer. Gehabt? Ja, dann hast du da so Würstchen rausgestrickt. Ich habe den Sinn nie verstanden, aber ich habe auch Würstchen gestrickt. Ich auch nicht. Aber wir haben es alle gemacht. Wir haben es alle einmal gemacht. Das war, glaube ich, Bestandteil der westdeutschen Unterrichtseinheiten an der Schule. Kochen, nähen und so. Und Strickliesel. Ja. Wie geil ist das? Das fällt mir gerade ein. Ja, aber natürlich. Guck mal hier, Donnerknispel sagt, ich höre auch nur die ganze Zeit das Interview und mache nebenbei den Haushalt. Interview, ja, ist cool. Nicht. Stimmt. Boah. So, Lumen hat gerade gefragt, der Reich hat echt Fragezeichen. Jetzt habe ich schon überhaupt keine Ahnung. War das wegen der Strickliesel nicht? Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja. Nee, aber mach das. Mein Abo hättest du. Ich mach mal, ich habe mich auch schon mal unter meinem Namen registriert und habe mein Passwort und die E-Mail dazu nicht mehr. Das ist halt ein bisschen blöd, aber muss ich mal gucken. Ja. Also ganz im Ernst, wenn du das einigermaßen glaubwürdig vorbereitest, dann gehst du zu Twitch in Berlin und sagst, Leute, ich habe dann das vor, ich will das gerne machen. Ach, die sind hier in Berlin? Ja, die sitzen in Berlin und wir können dir auch... Die können hier mein Martin Kesici-Account ja doch wieder freischalten, weil ich weiß, im Internet Eigennamen darf man eigentlich nicht benutzen, also so war es früher im Internet. Ach, wenn Leute, man eigenen das? Ich glaube, das darf man, oder? Also früher war es so, dass zum Beispiel eine Website, schlauerweise hat sich jemand nach meinem Sieg bei Star Search martinkesici.de gesichert. Mhm. Der hat gleich auf die Backen gekriegt, weil der Anwalt gesagt hat, Eigennamen von Künstlernamen, also von Künstlern, die auch mit ihrem Realnamen bekannt sind, darf sich kein Fremder vorab sichern, muss er rausgeben, umsonst. Ja. Deswegen auch der blaue Punkt bei Facebook oder bei Instagram. Ja. Ne? Ja, hier hast du so ein lila Häkchen. Ne? Das ist dann das Zeichen dafür, dass du den Account... Ah nee, Quatsch, vergiss es, ich erzähle Unsinn. Das ist nur das Zeichen dafür, dass du einen Partner-Account hast. Oh, du bist du schon Partner? Ich bin Partner, ja, aber sicher.
Meine Güte, das ist ja alles auf hochprofessionell. Ich bin nur Affiliate mit Crowd Commando, aber ja, es reicht ja. Nee. Ja, aber du machst das ja auch erst ein halbes Jahr. Ne? Guck mal, ich mache das richtig, ja schon richtig. 9 Monate. Ich alter Profi. Nee, ich keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen jetzt bald mein Einjähriges haben. Ich weiß das gar nicht genau. Auch, oh hier, auch Ostdeutsch gab es Näharbeit in der Schule, lieber Dark Angelus. Ja, Dark Angelus hat das aber auch sehr schön geschrieben. Auch Ostdeutsch gab es Näharbeit in der Schule. Sehr schön, Dark Angelus. Ich kenne den Typ persönlich. Herrliche Formulierung, sehr schön. Sehr geil, Angelus, du hast made my day, ey. Ja. Ich war. Guck mal. So, Lu, lieber Stefan, ich muss jetzt langsam, ich muss noch auf den Top. Ja, mach mal, ich auch. Nämlich, meine Flasche Bier und mein Kaffee ist nämlich direkt dahin geflossen, wo das Plätschern hier die ganze Zeit schon Stimulanzien macht. Das müssen wir auf jeden Fall im Sommer nochmal wiederholen, wenn die diverse Sendung wieder im Fernsehen war. Ja? Das machen wir. Ich drücke dir ganz fest die Daumen dafür, dass du ein cooles 2019 hast und sag dir ganz lieben Dank, schön, dass du hier warst. Und mach das, denk über deinen eigenen Kanal nach und dann sitzt du immer da und dann musst du am Anfang immer sagen, dieses Lied widme ich Stefan, der mich gezwungen hat, diesen Kanal aufzumachen. Ja? Und dem ich singst immer, dafür richtig... Richtig, hasse. Der mir diese Scheiße hier einbaut. Stefan, ich bedanke mich, du machst hier eine super Sache. Danke dir. Wir sehen uns ja eh bestimmt bald wieder irgendwo. Ist jetzt nicht in Berlin auch wieder irgendwie im April? Nee, die TwitchCon ist im April. Die TwitchCon ist im April, da bin ich natürlich auch. Aber auch bei der Games Week, die ist genau in der gleichen Woche mit deutschem Computerspielpreis und so. Da sehen wir uns mit Sicherheit an irgendeiner Stelle. Bestimmt. Und ich bin aber auch vorher in Berlin und dann komme ich dich mal überfallen und wir quatschen bei einem Bier oder Kaffee oder was auch immer zusammen. Irgendwo. So machen wir das. Gehen wir schön essen, schön Fleisch. Schön Fleisch. Richtig schönes veganes Stück. Steak. Ah, herrlich. Richtig schön Pilz. hier, wie heißt es? Pilzschnitzel aus und Pilz wird dann auch immer da. Ach, herrlich. Ich freue mich sehr. Dass wir also Stefan, kommen. Danke und auch lieben Dank an alle Leute im Chat. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen, alle persönlich. Ja. Wir sehen uns denn, ja? Es war mir ein Richtfest. In diesem Sinne, hab einen schönen Abend, du. Tschüss, ihr auch, du auch. Bald. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Mensch, das war doch nett. Mit dem Martin kann ich immer ganz hervorragend quasseln und die Zeit verbringen. So, was ist denn hier los? So, Lumen sagt, wenn du in Berlin bist, musst du mich auch besuchen. Aber das mache ich doch total gerne, liebe Lumen. Ich wusste gar nicht, dass ihr beiden in Berlin lebt. Guckse, da habt ihr ja eine richtig weite Anreise nach Köln gehabt. So, Lumen sagt, Couchkommando, ich bin der 501. Follower. Na, guck mal. Schau, super. Ich versuche mal gerade hier so ein bisschen nachzuvollziehen, was ihr noch so geschrieben habt. Aber ich befürchte, ich bin da einfach raus. Ihr habt einfach zu viel geschrieben. Ur sagt, Oberfrintrop ist eingeschneit. Das ist auch so ein schöner. Das könnte auch die Wochenschau sein. Ach, herrlich. Oberfrintrop ist eingeschneit. 4 Zentimeter Neuschnee. Hier in Köln glaube ich auch. Aber ich habe jetzt schon, warte mal, ich guck mal einmal. Oh, holla die Waldfee. Ach, guck, so, oh, ist das schön. Ich glaube, ich gehe noch eine Runde spazieren. Ich mag das ja. Ich mag das ja sehr, ne? Im Schnee spazieren zu gehen. Na, vielleicht ist mir auch zu kalt. Oh, dann friere ich wieder. Naja, mal gucken. So, Matt Howjob sagt, Stefan, und du mach noch einmal eine Aftershow-Party wie damals im Essence mit dem Badenixen. Oh, meine Fresse. Ja, das mache ich vielleicht mal. Aber unter einer anderen Identität. Das darf ich mir heutzutage nicht mehr offiziell erlauben. Und Geschlechterparität, da brauche ich halt auch eine Menge Badenixer, die da halbnackt rumlaufen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde hier gerade ganz, ganz oft markiert. Kassia sagt, melde dich bitte bei Lars, wenn du in Berlin bist. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also kein Berlin-Besuch ohne mit Herrn Vormann das ein oder andere Kilo Fleisch zu vernichten. Das habe ich ihm beim letzten Mal schon versprochen.
Auch wenn die Abende dann mit Sicherheit lang und dreckig werden. Aber auf jeden Fall natürlich, ja, ja. Grüß dich mal ganz lieb. Ist der gerade live oder wo steckt der? So, dann habe ich doch gerade hier, Mr. Nickes, Lukas, ich versuche dieses Jahr mal zur DEFCON zu kommen. Ich schreibe es nochmal. Ach so, du hattest das schon mal geschrieben. Ne? Boah, ey, jetzt hört auf, mich zu markieren, Mikey, du machst mich wahnsinnig. Ich werd hier total getriggert durch das Markieren. Ja, im Essenz haben wir damals die Aftershow-Partys gemacht vom Deutschen Entwicklerpreis. Und das Essenz hatte zu der Zeit eine durchaus erotisierende Wirkung auf die männlichen Besucher der Veranstaltung, weil überall halbnackte, barbusige Riesenfrauen an der Wand hingen. Ja, ja, das ist ein Traum gewesen. Ich reagiere jetzt nicht mal auf Markierungen, ihr könnt mich mal gern haben. Könnt mich mal gern haben. So, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr den Abend mit uns hier verbracht habt. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen Musik an. Das wird vor allen Dingen Rohal, falls er noch wach ist, gefallen, lieber Rohal. Hast du gemerkt? Oh. Irgendwie, mir wird gerade so dermaßen das Gehör weggeblasen, weil der Windows Media Player so unfassbar laut ist. Wieso bist du denn so laut? Oh. Vielleicht ist es daran, dass ich an meinem Headset die Lautstärke auf volle Super habe. So, jetzt sollte es erträglich leiser sein. Und zwar ist das die Playlist, die ich verzweifelt gesucht habe. Ihr erinnert euch. Mach nochmal das erste Lied. Dynamedion Fantasy. Von uns gekauft, extra hier. Für diesen Stream. Unsere eigene Musik quasi. Ihr lief Jecken. Da. Das ist mal ein bisschen dramatischer hier. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Abend. Für den Fall, dass ihr mir Follow hier gelassen habt, sage ich ganz lieben Dank dafür. Ich habe ganz oft nicht auf den Moment gekommen, deswegen habe ich es wahrscheinlich verpasst. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein Follow da gelassen habt, macht das gerne. Ich bedanke mich für jeden, der heute Abend hier ein Abo hinterlassen hat. Ich meine aus meinem blinden Augenwinkel heraus gesehen zu haben, was das du ein Abo da gelassen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für die 64 Bits. Lieber Dark Angelus, ne? Du warst das, glaube ich. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn es beim nächsten Mal heißt, der Reichert kocht, ich mache ein Interview oder ich lese für euch. Was auch immer passieren wird. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, habt einen feinen Abend und Mike, starte gerne den Raid zu Nayen, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Lasst ein Follow da. Genießt den Abend. Und danke für eure Unterstützung. So, jetzt habt ihr mich aber gehört, ne? In diesem Sinne, tschüss.